Eieiei, E3 vorbei. Vielleicht. 2020 könnte es das erste Mal sein, dass die größte Videospielmesse der Welt oder die zumindest wichtigste Videospielmesse der Welt ausfällt. Warum, das wissen wir wahrscheinlich alle. Aber es gibt auch viele spannende, schönere Themen in der neuen Ausgabe von der Nintendo Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Lade dir jetzt World of Warships über den Link in der Beschreibung runter und spiel kostenlos mit. Du bist ein neuer Spieler? Dann registriere dich jetzt, um ein exklusives Starterpaket im Wert von 25 Euro zu erhalten. Johannes, es gibt diese Momente, da mache ich unser Intro und muss es nicht 10-mal hintereinander machen. Wahnsinn, ne? Ja, da sind wir heute eine Stunde eher fertig mit der Aufnahme. Das ist ganz, ganz fantastisch. Kommen wir ganz kurz dazu, um was es heute gehen soll. Natürlich die Spiele der Woche. Zwei Titel haben wir da dieses Mal mitgebracht, die der Lukas euch kurz gleich vorstellen wird. Wir haben ein paar von euren O-Tönen gesammelt, von euren Kommentaren zu euren schönsten Switch-Erlebnissen. Denn die Switch ist ja jetzt vor kurzem 3 Jahre alt geworden. Übrigens, das muss man natürlich auch dazu sagen, Breath of the Wild ebenfalls. Da haben wir, warte und mal... 1-2-Switch. 2, 3, 4, 5, 6, mal 6 exemplarische, schöne Erlebnisse mitgenommen. Die werden wir euch dann gleich auch noch präsentieren. Und natürlich nicht zu vergessen, Room in the Night Sky ist damit auch 3 Jahre alt geworden. Nintendo kündigt außerdem eine Kooperation mit Lego an, wo wir noch nicht ganz genau wissen, was es ist, wo es aber schon Mutmaßungen gibt. Und ja, wir sind wieder im League- und Gerüchtebereich unterwegs. Die Nintendo PlayStation, über die haben wir vor ein paar Wochen schon geredet, die Auktion dieser vermeintlich letzten in Umlauf befindlichen Nintendo PlayStation, die endete vor wenigen Tagen. Da gibt es neue Infos. Der gute Reggie, der ist wieder zurück aus seiner Rente sozusagen. Ich meine, er war natürlich nie wirklich in Rente. Er hat ja die ganze Zeit Vorträge gehalten und ist rumgereist und hat viel gemacht. Aber zumindest ist er bei Nintendo in Rente gegangen. Jetzt ist er zurück bei einem anderen Unternehmen aus der Branche. Welches es ist, habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Oder in den Timecodes, deswegen wollen wir kein Geheimnis drauf machen. Bei GameStop, da werden wir später drüber reden. Nintendo hat für die Gamescom 2020 zugesagt. Und der Lukas hat es eingangs schon erwähnt, die E3, die wird allerdings vermutlich abgesagt. Ja. Da werden wir dann auch nochmal genauer drauf kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt, während wir aufnehmen, ist sie noch nicht offiziell abgesagt, das sagen wir gleich mal dazu. Und zum Ende haben wir dann noch ein kleines Spontanthema, was wir jetzt nicht aufgeschrieben haben, aber vielleicht wieder Nintendo Direct Gerüchte, bla, okay. Das erwähnen wir dann auch noch am Ende kurz. Und halt dann nochmal Community, ne? Wie gewohnt. Genau. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Spielen der Woche. Ich übergebe an Lukas. Richtig, die Spiele der Woche in der Kennwoche 10. Mit mageren 26 Titeln, das heißt 47, 21, 28, da kann man nicht mal 4 Spiele pro Tag spielen. Ja, es sind dürftige Zeiten, ne? Ja. Zwei davon haben wir uns rausgesucht. Eins davon dürfte euch bekannt sein. Es ist Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX von Nintendo zum Vollpreis, also zu 60 Euro zu haben, für 60 Euro zu haben. Werde zu einem Pokémon und stelle ein Retterteam aus Gefährten wie Pikachu, Evoli und Glumanda zusammen, um die Welt durch sich ständig verändernde Dungeons zu retten. Durch sich ständig verändernde Dungeons zu retten. Das geht mir aber auch so, weil Pokémon Mystery Dungeon halt Englisch ist und dann wird es halt Ritterteam DX, anstatt dass man einfach Rescue Team beibehalten hat. Naja. Tauche ein in die wunderschöne Welt von Pokémon Mystery Dungeon Ritterteam DX für die Nintendo Switch. Switch, da haben sie einen schönen Fehler drin. Einer Neuauflage der ursprünglichen Titel für Nintendo DS und Game Boy Advance. Richtig, wer es nicht wusste. Die Spiele sind ursprünglich erschienen 2005, glaube ich, für den Game Boy und 2006 für den DS. Ist eben eine Kooperation, eine Mischung, ein Crossover zwischen Pokémon und der Mystery Dungeon Reihe. Die gab es erstmal 1993, glaube ich, mit Dragon Quest gemischt. Ich kann mich irren. Ich glaube, das erste war Dragon Quest. Danach wird es dann auch, also es gab auch eigene Teile, die dann Etrian Odyssey Dungeon gab es zum Beispiel auch noch. Und dann eben auch unabhängige oder Teile halt ohne Crossover. Dann gab es Final Fantasy Crossover. Ich glaube, Persona Q ist auch ein Mystery Dungeon, wenn ich mich nicht irre. Ist auf jeden Fall ein Dungeon Crawler eben mit sich ständig verändernden Dungeons, also zufällig generiert, wo du rumläufst durch so ein Grid-basierten System, also nicht Echtzeit, sondern zu Grid-basierte Kämpfe machst. Wir haben auch schon einen Test auf der Homepage. Kam bei unserem lieben Praktikanten Tim war das, der es getestet hat, ganz gut an. Insgesamt ist der Schnitt nicht ganz so hoch, also wir haben eine 8 gegeben. Insgesamt ist der Schnitt gleich bei 6 oder 7 oder sowas jetzt, weil die Leute sagen, ja, macht schon Spaß, schaut vor allem sehr nett aus, ist so ein bisschen so ein Aquarell-Look. Ist aber auch ein bisschen repetitiv, das heißt, du machst halt nichts außer durch die Dungeons rennen, dann kurz auf der Oberwelt was einsammelt, dann wieder in die Dungeons zurück, die sich jetzt auch nicht groß unterscheiden. Für Pokémon-Fans kann man es auf jeden Fall, denke ich, schon empfehlen. Ist natürlich halt Vollpreis, also ich hätte es wahrscheinlich... Ich glaube, es wird besser laufen, wenn es
wenn es ein Budget-Titel wäre, um 30 oder 40 Euro. Aber auch so tatsächlich ist es jetzt in den Verkaufszahlen in mehreren Ländern ganz weit vorne dabei. Das heißt, Pokémon zieht, auch wenn es jetzt ein nur gutes Spiel ist. Ja, ich habe bisher nur die Demo gespielt und auch da wird es schon deutlich, weil die geht ungefähr eine Dreiviertelstunde, dass es dann halt schon immer wieder das Gleiche ist. An der Stelle noch der kurze Hinweis, wir haben auch einen Affiliate-Link zu Pokémon Mystery Dungeon, Retterteam, das ist unglaublich, Retterteam. Ne? Retterteam.dx in den Shownotes dieses Podcasts, beziehungsweise in der Beschreibung, wenn ihr uns hier auf YouTube zuhört. Dabei handelt es sich, wie gesagt, um einen Affiliate-Link zu Amazon, das heißt, ihr kauft dort für den ganz normalen Preis, auch wenn ihr ohne den Link auf Amazon gehen würdet. Wir kriegen allerdings eine kleine Provision, damit könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr jedes Spiel kaufen wollt oder wenn ihr irgendwas anderes kaufen wollt. Nutzt gerne diesen Link, um auf Amazon zu gehen und dann packt euch den Einkaufswagen voll mit was auch immer ihr benötigt oder haben wollt, kauft es und dann gilt es auch dafür. Das ist also eine schöne Art, ich meine, persönlich können es viele sicherlich nachvollziehen, bei mir ist es auch so, ich kaufe gewisse Dinge eigentlich immer bei Amazon, weil sie da am besten zu bekommen sind. Wenn ihr das über unseren Link tut, vielen Dank für die Unterstützung. Murder by Numbers von Irregular Corporation, kenne ich nicht den Hersteller oder den Entwickler, kostet 12,50 €, ist ein Indie-Spiel natürlich, Los Angeles und auch nur rein im eShop erhältlich. Los Angeles 1996, Ona Mizrahi, ist das, soll das japanisch sein oder? Das ist halt der Name Ona von dieser Mizrahi. Figur. Wurscht, okay. Ona Mizrahi war lediglich eine Schauspielerin in einer beliebten Krimiserie im Fernsehen, doch als ihr Chef Minuten nachdem er sie gefeuert hat plötzlich stirbt, erlebt sie auf einmal ihren persönlichen Krimi. Zusammen mit Scout, einem Aufklärungsroboter, der nach einem mysteriösen Vorfall entsorgt wurde, zieht sie los, um ihren Namen reinzuwaschen. Und so wird es ein neues Ermittler-Duo. geboren. Ich liebe immer die Texte von Herstellern. Ich frage mich immer, wer da nochmal drüber liest. Anscheinend ja, niemand. Sogar bei Nintendo. Sogar und da war, glaube ich, das allerdings halt mein Vertipper. Aber ist ja, dein Vertipper, ja? Vermutlich. Aber bei den Switch. Weil ich das von dem eShop-Switch-Eintrag abgeschrieben habe, wo ich es ja nicht einfach copy-pasten kann. Mhm. Hier allerdings, bei den Drittherstellern ist es immer total voller Fehler. Wenn es bei Nintendo ist, dann habe ich den Fehler gemacht. Okay. Ja, Murder by Numbers. Ich habe einen Trailer angeschaut vor kurzem. Ist ganz ein so eine Text-Adventure, ne? Mit so leichten Rätselelementen. Schaut ganz nett aus. Ich weiß aber sonst tatsächlich nichts dazu. Ich glaube, es ist schon länger draußen am PC, was ich weiß. Ich glaube auch, ja. 13 €, nicht mal 13 Euro. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Wird wahrscheinlich nicht ewig lang sein, schätze ich mal. Vermute ich jetzt auch. Ich habe auch keine wirkliche Ahnung von dem Spiel, außer was ich halt jetzt hier fürs Zusammenschreiben gebraucht habe. Es hat vor allen Dingen nett ausgesehen. Hm. Nintendo gibt uns ja immer eine Pressemitteilung raus und bestimmt dort selber ein paar Dinge, die sie als Highlights ansehen. Da war es mit drauf gestanden. Das heißt nicht, dass ich das übernehme. Also vieles davon übernehme ich nicht für unsere Spiele der Woche. Manches tue ich rein, was bei denen keine Highlights sind. In dem Fall war es aber so, dass ich dann nachgeguckt habe, was es genau ist. Und dann hat es doch so cool ausgesehen. Und das auch für den schmalen Preis. Das ist, glaube ich, ein ganz nettes Ding. Hat optisch auch was hergemacht. So, damit kommen wir zu euren liebsten Erlebnissen mit der Nintendo Switch in 3 Jahren. Mittlerweile sind es ja über 3 Jahre, aber letzte Woche war ja das große, große Jubiläum. Haben wir auch ganz gar nicht so ausführlich drüber geredet. Wir haben einen langen Blog unseres Podcasts jetzt letztes Mal unseren Erinnerungen gewidmet. Unsere ersten Erfahrungen mit der Switch. Jetzt seid ihr eben an der Reihe. Und das sagt zum Beispiel Super Eurobito auf YouTube. Mein schönstes Erlebnis mit der Switch war bis jetzt eindeutig Luigi's Mansion 3, dann zu Herzen. Ich freue mich aber auch auf Yo-Kai Watch 4. Da muss ich ganz kurz unbedingt zustimmen. Ja, ich hoffe sehr. Es kommt ja Yo-Kai Watch 4, was ein ganz neues Yo-Kai ist. Und das erste Yo-Kai Watch wird geremaked für die Switch. Und ich hoffe, dass die bald kommen, weil ich habe mega Bock auf die Spiele. Ich nehme es doch an. Also die liefen bei uns ja auch sehr gut am 3DS. Ja, aber sie kommen halt auch schon seit Jahren alles und mit Verzögerung und zwar ordentlich. Ja, deswegen. Ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwann, wir kommen später noch dazu, die Direct jetzt dann mal stattfindet in den nächsten Wochen, Monaten, dass sie vielleicht da jetzt Release-Zeiträume oder sogar Tage schon haben. Richtig, der Martin sagt auch auf YouTube, also für mich war das erste Spiel, das ich damals gespielt habe, Pokémon Let's Go Evoli. Es war für mich ein großartiges Spiel, einfach weil ich davor noch nie ein Konsolenspiel gespielt habe. Das würde mich jetzt interessieren, was hast du gespielt? Warst du dann ein PC-Spieler oder reiner Handheld-Spieler? Oder gar kein Spieler. Brettspiele nur, Halmer. Ich habe die Switch jetzt ein Jahr und den Kauf noch nie bereut. Also wie gesagt, Martin, bitte klär uns noch ein bisschen über deine Vorgeschichte auf. Es ist natürlich spannend, immer zu hören so etwas. Ja, wir schauen auf YouTube nach deinem Namen. Wir halten Ausschau. Richtig. Auf Facebook schreibt der Matthias, ich war beim Arzt und habe Sonic Mania gespielt. Später im Behandlungsraum haben mich die 3 Arzthelferinnen auf die Switch angesprochen und wollten eine Runde Mario Kart im Versus-Modus spielen.
3 Minuten später kam der Arzt in den Raum, sie mussten dann natürlich weiterarbeiten. Heißt, die haben dann zusammengespielt oder hast du noch einen Zusatzcontroller dabei? Naja, das, ne, wenn der Joy-Cons dabei hatte, dann haben sie vielleicht zusammen zu zweit gespielt, aber wenn er 4 dabei hatte, haben sie zu viert gespielt. Aber schon fies, ne? Du bist im Krankenhaus und die Krankenschwester schnappen sich deine Switch und spielen. Ja, ja. Naja, beim Arzt, aber ja. Auf ebenfalls Facebook schreibt der Michael, dass ich sie überall mit hinnehmen kann, ich kann überall weiterspielen. Hoffe, Nintendo bleibt beim Nachfolger bei diesem Konzept. Seit ich die Switch habe, spiele ich quasi gar nicht mehr am TV, nur bei Besuch. Ist bei mir ganz anders. Also ich spiele fast nur am TV und du ja auch, ne? Mittlerweile, ja. Aber ich habe die Wandlung durchgemacht. Ich habe, wo ich meinen alten Fernseher noch hatte, hauptsächlich Handheld gespielt. Seitdem ich meinen neuen großen, tollen Fernseher habe, spiele ich eigentlich nur noch TV. Sebolab sagt auch auf YouTube, mein schönstes Erlebnis war, als auf der letzten E3 für die Switch das Remake von Panzer Dragoon angekündigt wurde. Weil mich mit dem Spiel eine Geschichte verbindet. Eigentlich sollte sie im Dezember 2019 erscheinen, aber seit der E3 ist es irgendwie leider verstummt. Wisst ihr da vielleicht was dazu? Ich glaube, gestern gab es eine News zu Panzer Dragoon. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt im Zusammenhang mit der Switch stand oder ob das jetzt um einen anderen Teil ging. Weiß ich nichts dazu, aber eigentlich, nachdem das ja ein da kannst du euch davon ausgehen, dass es irgendwann kommt. Das wird sich halt verschoben haben. Gerade solche Spiele, die jetzt nicht riesig sind und auch wenn das natürlich sehr liebstes Spiel, ist das jetzt kein AAA. Solche Spiele, das sind oft die Termine nur Platzhalter. Das heißt, das kann dann eigentlich jederzeit aufschlagen. Da schaust du am besten dann auch, du hörst den Podcast, weil das wird einfach wahrscheinlich irgendwann auf einmal im Podcast, im E-Shop auftauchen und dann... Im Podcast wird es irgendwann auftauchen. Podcast auf einmal und wenn wir sagen, ist es da, dann ist es da. Richtig. Ganz einfach. Ebenfalls auf YouTube schreibt der Dennis, wenn ich so auf 3 Jahre Switch zurückblicke, blicke ich auch gleichzeitig auf 3 der besten Spiele der letzten Jahre zurück. Das sind Fire Emblem Three Houses, Xenoblade Chronicles 2 und Octopath Traveler. Eigentlich kann man sagen, dass ich jedes dieser wunderbaren 3 Jahre auch ein wunderbares Spiel hatte. Natürlich mochte ich auch die anderen Spiele von Nintendo wie Zelda, Mario und so weiter, aber die 3 haben mir es echt angetan. Ich sehe, du bist ein Rollenspiel-Fan. Ja, damit... Da bist du bei der Switch gut bedient, ne? Ja, gerade mit JRPGs und gerade auch aus von Nintendo selbst. Also Fire Emblem ist ja jetzt eigentlich in der neuen Iteration nicht nur reine Strategie oder Taktik, das hat auch schon sehr, sehr wesentlich mehr Rollenspielelemente als früher. Xenoblade Chronicles 2 und Octopath Traveler sowieso. Ich meine, für mich ist, glaube ich, nach wie vor Zelda das ungeschlagene Spiel, weil es ist natürlich auch spannend, wir haben das letzte Mal über die Konsole geredet, ein bisschen auch die Spiele angeschnitten, aber es sind so die Spieleerinnerungen, die du also was im Kopf hast, Jan. Was ich noch im Kopf habe, ist, es war Frühjahr, Sommer 2018, das heißt, es ist jetzt auch bald 2 Jahre her, da habe ich noch in Würzburg gewohnt und da waren wir eines Abends, war ich mal mit 2 Kumpels, relativ spontan am Main, da fließt ja der Main durch, der Fluss, gesessen gegen Sonnenuntergang, das war so die letzte halbe, dreiviertel Stunde, wo es noch hell war, es war wie gesagt Frühsommer, schön warm und dann haben wir da zusammen Mario Kart Deluxe auf der Switch gespielt, direkt am Wasser, während die Sonne untergegangen ist, mit so im Hintergrund der Festung, die dann auch abends toll eingeleuchtet wird und die diese schöne Farbe auch hat in der Sonne. In der Sommersonne. Das ist so, das ist jetzt auch mehr ein Erlebnis an sich, aber ich weiß halt ganz genau, dass wir dort Mario Kart gespielt haben. Ich weiß, dass die Kulisse und so mega geil war, dass aber halt zu dritt Mario Kart auf der Switch, während halt auch 3 Leute irgendwie außen rum sitzen, so auf dem Boden, jetzt nicht unbedingt die bequemste und schönste Art ist zu spielen, aber es hat funktioniert. Du weißt doch, aus allen Trailern von Nintendo musst du es auf einer New Yorker Dachterrasse machen mit deinen Mit-20er-Freunden. Also Mit-20er kommt wahrscheinlich hin bei dir, aber... Ja, die waren auch mit der Ende 20. Aber ansonsten musst du auf einer Dachterrasse sitzen. Ich weiß, das war halt das Problem, ne? Wir haben uns gedacht, probieren wir es halt auch mal. Die Kulisse war ja auch wunderbar. Oder unter einer Autobahnbrücke beim Basketball spielen. Das geht auch noch. Unter der Autobahnbrücke. Ich laufe jeden Tag unter einer Autobahnbrücke hierher zur Arbeit und zurück. Mhm. Vielleicht sollte ich es da mal ausprobieren diesen Sommer. Ansonsten, was Spiele angeht, ich kann mich tatsächlich erinnern, Mario Odyssey, das kam ja im Oktober 2017, meine Güte, im Oktober 2017 kam das raus, gell? Das war so der frühe Herbst dann. Ich kann mich erinnern, als ich dann endlich ein Wochenende nach dem Release, so das zweite oder so, endlich mal Zeit dafür hatte, weil die Wochenenden davor war ich irgendwie verplant. Da habe ich mir so ein richtig schönes Herbstwochenende gemacht und bin eigentlich nur fast zu Hause geblieben und habe dann auch das Hauptspiel an sich, also die Story, komplett an dem Wochenende durchgespielt. Ich kann mich aber noch erinnern, weil so ich liebe den Sommer, aber wenn der Herbst kommt, ist es dann auch immer erstmal eine schöne Abwechslung, dass man sich mal wieder gemütlich machen kann. Und ich verbinde halt dieses erste gemütlich machen im Jahr 2017 ganz, ganz stark mit Super Mario Odyssey damals, weil es mich da begleitet hat an diesem Wochenende. Das wären so 2 Dinge, die mir spontan einfallen. Ich kann jetzt eigentlich nicht wirklich so externe Momente sagen. Also ich habe jetzt nicht den Moment, wo ich sage, ich saß da irgendwie, keine Ahnung, am Machu Picchu und in Machu Picchu und habe mich in die Decke gekuschelt, Kakao getrunken, während ich Celeste gespielt habe. Aber es war auf jeden Fall, mit Celeste verbinde ich halt extrem viele Momente positive, weil das ist halt eines meiner absoluten Lieblingsspiele geworden auf der Switch. Also jede Sekunde damit habe ich genossen.
Aber die meistens erinnerungswürdigen Momente habe ich dann trotzdem wahrscheinlich mit Breath of the Wild, weil ich habe es halt damals auch gespielt, völlig ohne jedes Wissen. Und wenn du halt dann über diese ganzen Sachen stolperst und diese Welt halt erforscht, das ist halt wirklich, da gibt es halt nichts Vergleichbares. Es gibt so viele Open-World-Spiele, aber so wenige, die das einfach so kompetent machen wie Zelda, wo es einfach jedes Mal, wo es jedes Mal ist, als würdest du irgendwie so in eine eigene Fabelwelt gelangen. Das erste Mal, wenn du auf die schwarze Insel kommst, also in diese dunkle, das erste Mal, wenn du da auf rechts unten, ich weiß nicht, wie die Insel heißt, Outback Island, glaube ich, heißt es auf Englisch, das erste Mal, wenn du dorthin kommst, wenn du das erste Mal durch die kaputte Lon Lon Ranch läufst, natürlich auch erstmal, wenn du das erste Mal Ganondorf Schloss erforscht, Ganon, Verzeihung, Was ich Ganon jetzt Schloss. übrigens live vor der Kamera auf Twitch gemacht habe, ja, das muss man an der Stelle bitte mal kurz anmerken. Ja. Nee, aber einfach bei Zelda wirklich so dieses ständige irgendwas entdecken, was irgendwie heraussticht. Oder diese eine versteckte Statue im Norden des Schneegebiets. Es gibt so viele tolle. Das erste Mal, wenn das erste Mal einem Hinox über den Weg läuft. Ich bin irgendwie so, ah, verdammt, was mache ich jetzt? Oder das erste Mal den Drachen, also einen Drachen an mir fliegen. Das sind alles Momente so. Das hat ein Spiel, oder das haben Spiele schon sehr lange nicht mehr bei mir geschafft, so dieses Gefühl von Wunder erwecken, ne? Das hat mich ein bisschen und erinnert damals, als ich Ocarina of Time gespielt habe, da gab es halt damals die Gerüchte, so mit, weißt du, oh, das Triforce ist versteckt und da gibt es den Tempel des Lichts und was weiß ich. Und überhaupt immer diese Gerüchte, die es halt früher gab, in Zeiten, als man noch jung war und als es noch kein Internet gab, da hat ein Kumpel gesagt, wenn du 12-mal die Top 4 bei Pokémon besiegst, dann fährt der Lastwagen am Hafen zur Seite, du kannst zurück aufs Schiff und das Mew sammeln. Und das ist jetzt nicht direkt vergleichbar, weil das waren natürlich nur Gerüchte, die in 99% der Fälle nicht gestimmt haben, aber einfach dieses Gefühl von alles ist möglich. Das hast du bei Breath of the Wild jetzt auch wieder gehabt. Und das hat für mich einfach die Switch-Ära mehr geprägt als alles andere noch. Stimme ich dir absolut zu. Ja. Deswegen in aller Kürze werfe ich das für mich persönlich auch noch mit rein. Für mich ganz stark der Faktor, neben all dem, was du gesagt hast bei Breath of the Wild, einfach dieses Feeling, in den Bergen rumzuklettern und irgendwelche Dörfer anzupeilen dort. Das hat so ein total japanisches Feeling für mich einfach. Also so ein Fernweh kann ich damit gut stillen. Und das andere, auch wenn ich das immer wieder nenne hier und ja, mag dem einen oder anderen zum Hals raushängen, aber natürlich auch Fortnite, was ich halt an der Switch spiele. Warum? Aber jetzt weg von dem eigentlichen Game, weil es zum ersten Mal in meinem Leben mich dazu gebracht hat, dass ich einen Online-Shooter wirklich mit Ehrgeiz und kompetitiv spiele und wirklich auch immer besser werde und mir auch was darin liegt, besser zu werden und in Anführungszeichen zu trainieren, sage ich mal. Das habe ich vorher noch nie erlebt und ich konnte es vorher nicht wirklich nachvollziehen. Wie gesagt, das hat jetzt nicht unbedingt mit der Switch was zu tun, das hätte auch auf einer anderen Plattform stattfinden können. War bei mir aber halt so, und das ist auch was Besonderes, Längerfristiges, was ich mit der Switch so verbinde. Sehr schön. Nintendo hat eine Kooperation angekündigt mit Lego und zwar am Dienstagnachmittag, also jetzt vor kurzem erst. Deswegen wissen wir tatsächlich auch noch nicht ganz genau Bescheid, zumindest nicht offiziell. Sie haben auf Twitter und auf anderen Social Media Kanälen ein ganz kurzes 7 Sekunden Ja. Teaser-Video gepostet. Also es scheint also zumindest nach dem, was das Video sagt, scheint es ja kein Spieleprojekt zu sein, ne? Nee, ich gehe auch davon aus oder ich verstehe es so und dazu möchte ich auch den Text zitieren, der zum Beispiel bei Twitter oder auch bei Facebook dazu gestanden war im Deutschen, bei Nintendo Deutschland. Hier wird etwas Spannendes gebaut, weitere Infos gibt es demnächst. Und das eben eingedenk dessen, was ich mir dabei denke, egal, vergiss den letzten Satz. Ich gehe davon aus, dass es um Lego-Sets geht, Ja. die mit Mario oder Zelda oder keine Ahnung, auf Richtig. anderen, aber primär mal Mario, zum Beispiel sowas wie Peach Schloss, ja, das wäre sowas Vorstellbares, oder vielleicht so einen Mini-Ausschnitt von irgendeinem berühmten Mario-Level oder sowas. Wahnsinn, dass es anscheinend bisher noch nicht gibt, weil Ja. ganz ehrlich, Mario ist halt eine der großen Marken, eine der ikonischen Maskottchen der Welt. Also nach Mickey Mouse gibt es ja kaum jemanden, der noch so bekannt ist wie Marios Gesicht. Und es gibt auch 10.000 Lego-Sets zu Harry Potter, zu Herr der Ringe, Minecraft gibt's zu auch. Minecraft, zu Disney gibt es wahrscheinlich auch, nehme ich jetzt mal stark an. Glaub Es gab schon. Mario schon als Minecraft übrigens zum Beispiel, also jetzt in der umgekehrten Form als Videospiel. Es gibt Das ist. Mario aber bei Nicht-Lego-Plastiksteine-Baublöckchen, Okay. ne? Diese andere Konkurrenz, die es da so gibt, die aber halt alle nicht lange nicht so bekannt ist. Wie heißen die denn? Ich glaube, Robo-Blocko? Blocko hat es bei Ja, Simpsons. irgendwie sowas. Auf jeden Fall, weil bei irgendwas davon gab es tatsächlich schon mal Mario, aber es ist halt nicht das Original-Lego, ne? Richtig. Aber dass sie das jetzt erst machen, scheint aber halt auch ein bisschen einen technischen Aspekt zu haben, weil man sieht LED-Anzeigen in diesem kurzen Video. Mario blinkt, leuchtet fröhlich, macht alles, also ein bisschen Lego-Technik vielleicht. Oh, das habe ich früher immer geliebt, Lego-Technik. Es scheint zumindest kein reines Mario-Set zu sein, also kein reines Lego-Set zu sein, schon ein bisschen ein aufwendigeres mit.
elektrischen Elementen, wo du dann wahrscheinlich auch irgendwelche so Tabletten, Batterien reingeben kannst. Ja, also ich glaube es ist jetzt nicht wirklich, dass wir die Zielgruppe sind. Ist natürlich dann wahrscheinlich eher ein Kindergericht, nach allem, wie es jetzt ausschaut. Aber es dürfte auf jeden Fall was Nettes werden. Da Ich, möchte ich eigentlich ja. nur kurz sagen, dass ein guter Freund von mir, der, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches oder Böses, 42 oder 43 ist, in unserer WhatsApp-Gruppe sofort angekündigt hat, dass er sich alle Legos holen wird, die da rauskommen, egal wie viele es sind. Nee, natürlich, man kann es ja auch als sammeln oder Und als, dass wir als die, wenn wir brav sind, zusammenbauen dürfen. man kann es natürlich als sammeln oder als Hobby auch haben, auch wenn man älter ist. Ich meinte nur, die Hauptzielgruppe sind natürlich jüngere Leute dann, das ist ja klar. Aber ist auf jeden Fall, schaut nett aus. Ich bin schon sehr gespannt, was rauskommt. Und wir werden natürlich entsprechend auch hier im Podcast drüber reden und auch auf unserer Homepage dazu was haben, Ich kann dann, mir wenn es dann mal vorstellen, sich herausstellt, was es ist. Nintendo hat die Erfahrung mit Toys to Life, dass natürlich irgendwie ein Crossover schon in der Form da ist, dass es Lego-Sets gibt, aber dass es vielleicht auch eine Software als Pendant dazu gibt und dass das irgendwie miteinander interagieren kann, ja, über NFC-Chips oder eben, wenn da wirklich Technik im Lego auch drin steckt, ist ja keine große Sache, kleine Kleine Bluetooth-Chips mit Amiibo, ja. einzubauen. Wie gesagt, NFC, Amiibo, whatever. Kann man vorstellen, dass da auch Dinge möglich sein werden. Ich meine, was natürlich sein kann auch, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, aber Nintendo hat ja auch schon sehr gut mit Nintendo, Nintendo hat gut mit Nintendo Wow. zusammengearbeitet. Nintendo hat ja auch schon sehr gut mit Lego zusammengearbeitet, als Lego City Undercover rauskam. Inzwischen gibt es ja für alle möglichen Plattformen, auch für PC und Auch für die Switch, PlayStation gell? und auch für die Switch. Ja. Aber ursprünglich war das ja ein Wii U-exklusives Spiel mit einem Spin-off für den 3DS, der Chase Begins. Ja. Also theoretisch, und das wird laufen, das wird weggehen wie warme Semmeln, theoretisch könnte natürlich sein, dass Teil dieser Kooperation auch ist, dass es ein Mario-Lego-Spiel gibt. Also quasi das klassische Lego-Konzept mit 15 Levels, kleine Oberwelt, sammeln, Lego-Steine sammeln und so. Das wird natürlich mit Mario extrem gut zusammenpassen. Also das wird sich problemlos machen lassen. Ob's gemacht wird, muss ich zeigen. Aber dass Nintendo bereit ist, jetzt in den letzten Jahren vermehrt interessante Kooperationen einzugehen. Man siehe Hyrule Warriors, man siehe Tokyo Mirage Session FE, man siehe Kingdom Battle, Kingdom was Ubisoft Battle. Da gemacht gibt es hat. ganz viele verschiedene Sachen. Das heißt, es ist absolut im Bereich des Möglichen. Aus dieser Ankündigung lässt sich das jetzt nicht herauslesen. Aber ich meinte nur, wenn man jetzt mit Lego gut gestellt ist, ist so ein Spiel durchaus im Bereich des Möglichen. Kann man nicht sagen, nee, Nintendo wird das nie machen, weil Nintendo wird das durchaus machen, Ja, liebe Leute, denke was denkt ihr denn, was ich. wir erwarten können, was die Sets, Spiele, was auch immer sein werden? Schreibt uns das sehr, sehr gerne in die Kommentare, zum Beispiel auf YouTube, zum Beispiel auf Facebook, zum Beispiel auf einer unserer Websites, PC Games im besten Fall, oder natürlich auch Games Aktuell, Video Game Zone oder GameZone.de, oder schreibt uns auf Twitter oder auf Instagram, oder, wie es mittlerweile einige tun, schreibt uns eine Mail. Wir sind sehr gespannt auf eure Einschätzungen, eure Vermutungen. Erfahrungsgemäß bei solchen Dingen, wo wir selber einfach auch nicht genau wissen, kommen da echt eigentlich jede Woche immer so gute Ideen und Vorschläge oder Einordnungen, dass ich immer wieder mit großem Interesse durch die Kommentare scroll, wenn ich die aussuche hier für die nächste Folge. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Meine Güte, mit dem Sprechen ist heute schwierig, ne? Absolut. Nächste News: Die Nintendo PlayStation wurde jetzt verkauft für 360.000 Für 360.000 US-Dollar wurde sie, dann kam sie unter den Hammer, war eine Versteigerung. Folge 78, die erschien am 19. Februar, haben wir schon darüber gesprochen. Das lief alles über die Heritage Auctions. Das ist so eine, ich glaube, hauptsächlich auf Online-Auktionen. Das müsste ein reines Online-Auktionshaus und es Genau. ist spezialisiert nicht nur auf Gaming oder so, sondern allgemein auf alles, was altes Zeugs ist. Genau. Begann am 14. Februar, hat jetzt Anfang März geendet, die Versteigerung. Das läuft natürlich über eine gewisse Zeit. Und schlussendlich waren es 360.000 US-Dollar, was gut klingt und auch natürlich viel ist. Es stieg aber in letzter Zeit dann nicht mehr allzu stark an. Also es waren relativ schnell, war es bei 300.000 oder was, und dann stieg es nicht mehr an. Und ob der Verkäufer jetzt dann auch schlussendlich zufrieden ist mit diesem Preis, muss ich zeigen, weil zumindest laut seiner Eigenaussage, überprüfen kann es keiner, hat ihm letztes oder vorletztes Jahr für das Gerät schon mal jemand 1,2 Millionen US-Dollar geboten. Und er hat damals abgesagt, weil er mehr wollte oder mehr sich erwartet hat als das. Also falls das stimmt, wird er sich wahrscheinlich in den Hintern beißen. Kann aber natürlich auch sein, dass er damit nur den Preis in die Höhe treiben wollte. Ja, um der Sorgfalt Rechnung zu tragen, noch der Zusatz, dass es an sich für 300.000 US-Dollar verkauft wurde. Da kommen aber 60.000 Dollar Gebühren für dieses Auktionshaus drauf. Richtig. Also natürlich muss der Käufer jetzt das gesamte Geld zahlen. Der eigentliche Wert der Konsole jetzt bei dieser Versteigerung ist dann aber 300.000 US-Dollar. Man weiß auch, wer das gekauft hat. Das habe ich jetzt leider nicht mehr aufgeschrieben. Das habe ich, warum auch immer, verpeilt. Hast du es noch im Kopf? Das ist Ich weiß jemand, jetzt nämlich nicht, den man wer, kennt ich auch. weiß es nicht, wie er heißt, aber das Schöne ist, dass das Stück nicht in irgendeine Ja. Privatsammlung wandert, sondern
Es ist jemand, der, wie du sagst, man kennt ihn. Also, was ich noch genau weiß, ist, der hat Pets.com, was wohl so ein Online-Tierhandel ist, mal gegründet in den 90ern. Ja. Das Ding wurde riesig, er hat es verkauft und seitdem hat er Kohle und kann sich jetzt den Projekten widmen. Richtig, und auf jeden Fall möchte er dieses Teil jetzt in einer noch nicht näher spezifizierten Ausstellung herzeigen. Das heißt, wer die Nintendo PlayStation sehen möchte, wahrscheinlich nicht angreifen, aber wer sie sehen möchte, kann das dann an irgendeinem Ort der Welt in absehbarer Zukunft tun. Was gesagt wurde, was schon wohl konkret geplant ist, ist, dass es 2021 die erste Ausstellung, die erste seiner Ausstellungen gibt. Allgemein will er verschiedene machen, mit verschiedenen Partnern überall auf der Welt eben zu Videospielen. Die erste 2021 wird eine zum japanischen Einfluss auf Videospiele sein und deswegen soll da ganz konkret auch die Konsole ausgestellt werden. Hast du denn irgendwelche seltenen Gaming Stücke? Ich hab tatsächlich eine N64-Angel. Mhm. Die ist jetzt zwar kein offizielles Nintendo-Produkt, sondern Drittherstellergerät. Es gab, glaube ich, zwei oder drei Angeln fürs N64, weil es dieses Big Bass Fishing oder irgendwie sowas gab. Also das war an sich natürlich ausgelegt für diese ein, zwei Fisch-Angelspiele, die es auf dem N64 gegeben hat. Ich habe es aber mal ausprobiert, funktioniert grundsätzlich, da alle Buttons vorhanden sind, auch mit allen anderen Spielen. Also ich habe damit schon Mario Kart und Smash Bros. Und so gezockt. Geht natürlich mehr schlecht als recht, wobei Mario Kart sogar eigentlich fast normal zu spielen war. Das Ding in der Variante, ich habe es mit Karton und allem, ist japanisch auch, hat aber die gleichen Anschlüsse ja, ist glaube ich, also ich hatte mal nachgeguckt, das ist aber schon eine Weile her, da ging es auf jeden Fall locker für dreistellig online weg, dürfte tendenziell im Preis gestiegen sein. Tatsächlich ein paar N64-Games sind durchaus ein bisschen was wert, die ich habe. Banjo-Tooie zum Beispiel geht bei sowas wie Konsolenkost, ich glaube für 80 Euro oder so raus, lose. Ansonsten wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, dass ich was Besonderes noch habe. Hast du denn irgendwas? Ich habe schon einige Spiele, die jetzt nicht ultra wertvoll sind, gerade Module, wie du sagst, aber auch gut was wert, also Banjo-Tooie natürlich auch. Ich habe Secret of Mana für Super Nintendo, was glaube ich auch nicht ganz günstig mehr zu haben ist. Ich habe ein paar, die so im, sagen wir 40 bis 100 Euro Bereich wahrscheinlich angesiedelt sind. Und dann habe ich auch tatsächlich ein paar Sega-CD-Spiele und das wusste ich gar nicht, aber da ist eins dabei, welches ist denn das jetzt? Ich glaube Flashback heißt das. Auf jeden Fall habe ich ein paar Sega-CD-Spiele zu Hause noch, die habe ich irgendwann mal von meinem Vater geerbt. Nicht im Sinne von, er ist tot, sondern er hat sie mir irgendwann mal quasi gegeben. Und da ist eines dabei und ich glaube, es heißt Flashback. Und nach dem, was ich gehört und gesehen habe, dürfte das wahrscheinlich, wenn ich nicht irgendwann es liegen habe, wo ich nicht weiß, dass noch mehr wert ist, das Wertvollste sein wird. Dafür würde ich so 400-500 Euro kriegen anscheinend. Ja, das ist schon recht ordentlich. Ne? Also ich habe auch noch ein paar, jetzt nicht in der Höhe, aber halt in dem Preisregion, was du auch genannt hast, sowas wie Banjo-Tooie. Da habe ich, keine Ahnung, den Donkey Kong Country für Super Nintendo, der erste zum Beispiel. Das habe ich sogar mit Karton. Das ist in der Variante mit Verpackung auch relativ was wert mittlerweile. Ja, aber ansonsten jetzt nichts völlig aus der Reihe Krasses. Ja. Der gute Reggie, wir haben es eingangs schon erwähnt, der ist in Rente gegangen, letztes Jahr im April, das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, dass er nicht mehr der Nintendo of America Chef ist. Seitdem hat er vor allen Dingen Vorträge gehalten, ist rumgereist, der hält viele Vorträge an Unis, ist auch auf Twitter sehr aktiv, was sehr cool immer ist, da ich da selber auch viel bin und man kriegt dann immer wieder mal was von ihm mit. Er äußert sich dann auch immer ganz zu irgendwelchen Entwicklungen sehr prominent und wird dann ganz viel retweetet und so. Antwortet er auch öfter etwas, wenn man ihm was schreibt? Das habe ich jetzt noch nicht probiert, denn er hat auch Millionen von Followern, also ich weiß es nicht. Und er hat zum Beispiel bei den Game Awards ja auch eine sehr, sehr schöne Rede gehalten. Wir erinnern uns, ich glaube, wir haben ja auch im Podcast kurz darüber geredet. Nun, wie GameStop angekündigt hat, ist er dort ein neues Mitglied des sogenannten Board of Directors. Und in dieser Position, wie GameStop in dieser Pressemitteilung eben sagt, ist es nun seine Expertise, die dazu beitragen soll, das Unternehmen zu transformieren. Denn wie wir ja alle wissen, das ist sicherlich so gut wie keinem, der hier zuhört, ein Geheimnis, dass GameStop jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt die großen Erfolge verbuchen konnte. Ja. Im Gegenteil, die haben ziemliche Probleme. Ich hatte übrigens mal nachgeguckt, weil ich dann mit einem Kollegen gestern drüber geredet habe. Im Jahr 2000 wurde GameStop erst gegründet. Ich hätte gedacht, dass es auch in den 90ern schon gegeben hat. Das ist halt ein bisschen wie bei Netflix. Netflix hat erkannt die Zeichen der Zeit und ist sofort aufgesprungen, ist zum Markt, quasi zum Marktführer geworden
Und GameStop, die waren halt auch rein auf das Retail-Geschäft ausgelegt und die haben halt diesen digitalen Sprung nicht geschafft. Allerdings muss man sagen, dass Netflix tatsächlich eine ganze Ecke noch mal älter ist. Die gibt es nämlich schon seit den 90ern. Ja, aber Das darum heißt, geht es ja nicht. die. Es geht nur darum, Ja, dass die ja, ja. quasi ihr Geschäftsmodell angepasst haben. Bei Netflix, wer Richtig. es nicht weiß, die waren früher einfach ein Videoverleih im Grunde. Genau. Da Also es konntest war ein du. bisschen ein spezielleres Modell, aber im Kern war es ein Nee, Videoverleih. du konntest halt zu der Zeit, als es die klassischen Videotheken vor Ort gab, wo man hingehen musste, um sich was auszuleihen, konntest du bei Netflix, das war halt da die Sache, von Anfang an online bestellen. Ja, Das das heißt, ich meinte habe mich ich. mal damit befasst, vielleicht ganz kurz, ich versuche mich ganz kurz zu fassen, weil ich es spannend auch finde und ich glaube, ein oder andere auch, wo das gar nicht weiß. Man hat dann sich bei Netflix eine Software auf CD geordert, hat dann die installiert und die hat man überhaupt benötigt, damit man den Katalog am PC sich anzeigen lassen konnte, was die alles haben. Und dann hat man über diese Software seine Filme geordert, auch VHS oder ich glaube DVD. Auch von Anfang an, wenn mich nicht alles täuscht, die waren dann natürlich da auch dann Vorreiter. Und dann wurde einem das Zeug zugeschickt per Post und dann hat man sich angeschaut und dann hat man es wieder zurückgeschickt. Also Richtig. eine Aber Online-Videothek. das war eben nur eine. Aber als das dann eben klar war, dass das keine Zukunft hat, hat Netflix sich eben neu erfunden und GameStop, die wirklich eine absolute Größe waren am Markt, also GameStop, die haben das eben nicht geschafft. Also die haben eben nicht geschafft, irgendwie ein Modell jetzt zu finden, irgendwie ein neues Geschäftsfeld irgendwie aufzureißen. Entsprechend sind die halt im Moment jetzt irgendwie am absteigenden Ast und vielleicht kann Reggie was ändern, was Also man weiß muss man. dazu sagen, ich hatte dann auch nochmal nachgeguckt, aus Interesse auch, die haben immer noch Tausende von Filialen Ja, weltweit. klar. Ne? Es ist nicht so, dass diese Firma nicht mehr existieren würde oder so. Und die machen auch immer noch Milliarden Umsätze im Jahr, auch das, ne? Unbenommen. Aber es ist halt nicht mehr so, es läuft halt nicht mehr so und es ist halt eher Rückbau als Wachstum und das ist natürlich für Unternehmen nicht, wie sie hier funktionieren in unserem System. Deswegen, ja, haben sie jetzt eben Reggie, es sind noch mehr Leute jetzt eben neu dazu gekommen zu diesem Board of Directors. Reggie ist allerdings der prominenteste Neuzugang und natürlich hier im Nintendo Podcast für uns auch der relevante, das sagt ja schon unser Name. Deswegen mal Der gespannt, ja. Reggie-Cast, ne? Ich meine, der Reggie, er hat von 2003 bis 2019, also 16 Jahre, ja bei Nintendo gearbeitet. Er war dann ja auch relativ schnell der, übrigens war sein offizieller Titel COO, also der Chief Operating Officer. Nicht der CEO, der meistens ein bisschen der Prominentere ist, der Chief Executive Officer. Zuvor, das vielleicht noch zur Einordnung, war er tatsächlich ja auch schon in hohen Managerpositionen, aber nicht in der Videospielewelt. Der hat mal bei einem Fernsehsender namens VH1 hat er gearbeitet. Er war bei Pizza hat. Pizza Hut, er war bei Guinness tatsächlich auch. Er hat bei Pizza Hut wohl aber auch das Unternehmen sehr, sehr nach vorne gebracht, soweit ich das gelesen hatte. Der hat da irgendwelche neuen Pizzen und sowas auch eingeführt und irgendwelche Deals, die das Unternehmen total gepusht haben. Also erscheint mal grundsätzlich unabhängig des Themas, um das es geht, da einfach Fähigkeiten zu haben, um die Unternehmen voranzubringen. Deswegen, wer weiß, also die Expertise, die er jetzt aus der Videospielewelt 16, 17 Jahre lang sammeln konnte schon, wer weiß, wie sehr er sich vorher schon damit privat befasst hat, plus natürlich seine jahrzehntelange Management-Erfahrung. Vielleicht können sie ja was reißen. Ich meine, lieber probieren als einfach nur untergehen, das ist ja ganz klar. Aber ich finde es schon spannend, dass Reg jetzt das macht, weil, wie du vorher gesagt hast, er ist nicht wirklich in Ruhestand gegangen. Doch, der ist schon damals wirklich in Ruhestand gegangen. Er hat nach Nintendo gesagt, er quasi ist jetzt vorbei, das Berufsleben. Er war da was, als aufgehört hat, war er glaube ich 59 oder so etwas, also noch Irgend relativ sowas. jung, aber klar, der hat Geld angehäuft für nichts, also der muss sich keine Sorgen mehr Nee. machen, aber so ganz schafft er es nicht. Und die ganzen Uni, die Dozentensachen, die waren jetzt eher so ehrenamtlich, also er hat schon Geld Ja. gekriegt, aber mehr ehrenamtliche Auftritte. Das heißt, es gibt ja wahnsinnig viele Senior-Dozenten, die quasi dann mit auch 70, 80 nochmal reinkommen und Klar. ihre Sachen halten. Aber das hier ist jetzt schon ein Posten, der, so würde ich das zumindest verstehen, deutlich mehr Einsatz erfordert und der auch wirklich ein Job ist im klassischen Sinne. Das heißt, entweder hat er das mit dem Ruhestand dann doch nicht so ganz ernst gemeint oder hat einfach gemerkt, was es ja oft gibt bei solchen Menschen, die ihr ganzes Leben lang so extrem, wie du so schon sagst, gehasselt haben. Er hat dann einfach gemerkt, dass das quasi, dass er das jetzt noch nicht machen kann, dass er sich noch nicht zurückziehen kann. Also ist aber spannend. Ich finde es einfach aus der menschlichen Perspektive sehr spannend, dass er jetzt diesen Schritt noch geht. Ja, Doch. ich sehe das ähnlich wie du. Ich gehe auch davon aus, also jemand, der ja in solchen Positionen jahrzehntelang war und auch immer in der Öffentlichkeit viel gestanden war, jetzt dann vor allen Dingen bei Nintendo, der so viel beizutragen hat und sicherlich viel Tatendrang hat, sonst wäre er auch gar nicht dorthin gekommen, wo er eben die ganzen Jahrzehnte lang jetzt beruflich war. Ich glaube kaum, dass so jemand sich sonderlich wohl in der Rente fühlt, gerade wenn du eben erst Ende 50 bist und
ich würde jetzt mal behaupten, ja auch noch fit bist und so. Ich meine, heutzutage bist du mit Ende 50 ja noch kein Senior. Mhm. Wir leben ja nicht mehr im 18. Jahrhundert. Die meisten Leute sind ja noch ziemlich fit. Deswegen kann ich das auch auf persönlicher Ebene voll nachvollziehen. Ich glaube, mir wird es da auch nicht groß anders gehen. Was mich auch noch interessieren würde, ist, schreibt gerne auch mal in die Kommentare hierzu, überhaupt zu der Sache an sich, ja, zu Reggie bei GameStop, wie ihr die Sache seht, wie ihr das findet. Schreibt auch gerne mal, wie ihr zu GameStop steht, weil es ist immer einfach, viel Negatives zu GameStop online zu lesen, aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sagt, ey, ich arbeite sogar vielleicht selbst bei GameStop und ich habe die und die Eindrücke mitzuteilen oder GameStop voll cool, weil so und so oder auch negativ, egal, was ihr halt zu sagen habt. Ich kann es natürlich aus der Mitarbeiterperspektive nicht beurteilen, weil da gibt es immer wieder unschöne Geschichten, aber aus Kundenperspektive, wo es auch wahnsinnig oft so Kritik gibt, das habe ich jetzt nie ganz nachvollziehen können. Klar, also sie verkaufen schon zu Margen, die jetzt nicht unbedingt irgendwie fantastisch sind, gerade beim Gebrauchtspielen. Aber ganz ehrlich, dann nutzt du das halt nicht. Und alles, was Neuspiele angeht, das ist halt auch die normalen Preise, die du woanders auch findest. Wenn du es günstiger haben willst und mit dem Preis nicht zufrieden bist, geht es halt woanders hin. Aber es ist ja nicht so, als ob sie dich irgendwie als Kunde über den Tisch gezogen haben. Ich meine, sie haben das gehabt, was sie wollten. Ich habe eigentlich immer, wenn ich mit den Leuten dort geredet habe, kompetente und auch freundliche Beratung bekommen. Ich bin jetzt nicht ewig auf bei GameStop gewesen. Ich meine nur, aus Verbrauchersicht habe ich das nie verstanden, warum das so extrem gehatet wird gegen GameStop, weil ist halt ein Laden, ne? Also was ich an GameStop tatsächlich mag, ist, dass sie das Merchandise einfach, also viel Merchandise haben, das ist cool, weil, ja, also auch viel Nintendo-Merchandise, aber auch zu vielen anderen Serien, weil das kriegst du natürlich online problemlos, aber es ist schon ganz nett, wenn man die Sachen mal in die Hand nehmen kann oder wenn man Sachen einfach auch direkt kaufen kann. Ich habe einen Zelda-Pulli, den ich sehr mag, den habe ich zum Beispiel bei GameStop gekauft. Der hat da jetzt genauso viel gekostet, wie auch online direkt beim Verkäufer kostet oder bei Amazon, deswegen war es auch vom Preis her egal. Und so konnte ich ihn anprobieren und konnte auch gucken, wie er aussieht. Oder ganz ehrlich, wieso sage ich jetzt ganz ehrlich, vergesst es, oder auch gelegentlich, das würde ich sagen, wenn ich mal irgendwie so ein kleines nerdiges Geschenk mal für jemanden haben will oder brauche, dann ist es auch nett, weil dann weiß ich, okay, bei GameStop kann ich jederzeit vorbei, da muss ich jetzt nicht gucken, dass ich rechtzeitig was bestelle und dann sind vielleicht die Lieferzeiten lang, sondern die haben coole Tassen und Figuren und alles Mögliche. Für sowas mag ich sie tatsächlich sehr und vielleicht ist das auch ein bisschen eine Nische, die man ausbauen könnte als GameStop, dass man sagt, okay, das ist halt ein Maßstab, der natürlich kleiner zu setzen ist, als wenn du halt ein, Anführungszeichen, Vollsortiment Videospielehändler bist. Aber ich glaube, damit können sie durchaus ein bisschen was noch hervoranbringen. Was ich aber auch mag grundsätzlich, aber da muss man natürlich wissen, dass man für Bequemlichkeit Geld verliert sozusagen, ist, dass man halt Sachen hintragen und verkaufen kann. Mhm. Und du kriegst entweder Bargeld auf die Hand oder kriegst halt ein bisschen mehr in Form von Guthaben. Ja, du kriegst ja nicht die Welt und sicherlich kriegst du wesentlich mehr, wenn du dich drum kümmerst, aber der Witz ist, ich kann die Sachen in eine Tasche werfen, kann sie hintragen und bin in 5 Minuten den Kram los, habe keine Arbeit und habe Geld. Und das ist halt natürlich, das ist halt der Luxus, den man damit bezahlt, dass man weniger Geld bekommt, als wenn man es online verkauft. Das muss man halt ganz klar sehen. Jo. Und das sind so die Sachen, die ich an GameStop tatsächlich zu schätzen weiß. Und das sind auch die zwei Sachen, weshalb ich doch gelegentlich mal bei GameStop bin. Entweder, weil ich schnell was verkaufen will oder weil ich irgendwie Merchandise selber kaufen will. Und bevor wir jetzt zur Community kommen, zur E3, die vielleicht in diesem Moment, wenn ihr diesen Podcast hört, bereits offiziell abgesagt wurde. Da ist jetzt die Diskrepanz, also der zeitliche Abstand zwischen Aufnahme und Release ein bisschen der Gegner. Und Nintendos Zusage für die Gamescom etc. pp. Nach einem kurzen Clip. Ja, die Gamescom, die ist dem aktuellen Planungsstand nach noch nicht von einer Absage gefährdet. Noch. Na, noch nicht. Die Vorbereitungen gehen in laufen auf Hochtouren. Du hast sicherlich auch schon gemerkt, hier, dass mittlerweile auch wieder vermehrt Pressemitteilungen jetzt schon bei uns eintrudeln, wo irgendwelche Dinge angekündigt werden. Unter anderem hat die Messe, nämlich die Veranstalter, haben jetzt schon die ersten Aussteller bekannt gegeben. Darunter befindet sich auch Nintendo, was ja naheliegend ist und womit wir natürlich gerechnet haben. Wer noch sonst schon zugesagt hat, ist zum Beispiel Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, EA, Koch Media, Microsoft mit Xbox, Sega, THQ Nordic, Twitch, Ubisoft, Wargaming, Samsung, ja, und eben halt auch Nintendo. Ja. Also dem aktuellen Stand nach wird Nintendo auf der Messe sein, wenn die Messe denn stattfindet. Ne? Ja, wenn die Messe stattfindet, sie haben ja doch noch eine längere Frist als die E3, es kann sich noch viel ändern, aber wenn sie stattfindet, kann es natürlich schon sein, dass sie jetzt auch durch den Wegfall der E3 an Bedeutung gewinnt. Ich glaube jetzt nicht, dass die Leute auf einmal alle ihre Spiele auf der Gamescom ankündigen werden. Ich glaube ganz eher, dass sie so in den Nintendo-Weg gehen und jetzt einfach vermehrt auf Online-Streaming setzen werden. Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere, der halt irgendwie nach wie vor vielleicht so ein bisschen sein altmodisches Denkmuster hat und auf jeden Fall dem seine physische Präsenz wichtig ist,
Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, okay, wenn es mit der E3 nicht klappt, dann ist jetzt halt die Gamescom unsere erste Wahl. Und entsprechend wird sie wahrscheinlich auch in diesem Jahr an Bedeutung gewinnen. Nachsatz, wenn sie stattfindet, ne? Ja, das Problem bei auch der E3 jetzt, auch dazu kommen wir gleich nochmal kurz, was auf Twitter immer sehr richtig angemerkt wird von Leuten, die eben auch in der Spielebranche arbeiten, das ist weniger ein Problem für die Spieler, weil ne, die Nintendo Direct zur E3, die ist ja sowieso im Grunde völlig unabhängig von dieser physischen Messe. Andere Hersteller gehen auch mehr in die Richtung, Stadia hat irgendwie so eine Show, Sony hat mittlerweile auch so eine PlayStation-Show und so. Das ist ja wirklich überhaupt kein Problem. Die Infos an die Leute zu kriegen mit großer Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich so gar einfacher, weil du nicht so gezwungen bist, das alles in dieser kurzen Zeit neben der ganzen Konkurrenz zu machen. Was wirklich das Problem ist, ist, und das ist für uns jetzt nur bedingt in unseren eigenen Jobs ein Problem, ist, dass wirklich halt diese Messe an sich als Gelegenheit, Deals zu machen für Unternehmen und so weiter, dass das wegfällt. Und das lese ich vermehrt auf Twitter. Und das ist ja richtig und das sollte man nochmal anmerken. Also die Spielebranche wird jetzt, wenn die E3 abgesagt wird, was wohl passieren wird und vielleicht ja auch die Gamescom und natürlich auch die GDC, die noch nicht abgesagt, aber verschoben ist und all die anderen Sachen, die Spielebranche wird es schon merken, dass da natürlich was weggefallen ist, was normalerweise schon wichtig ist, um eben ja, sich zu treffen und seinen Partner, neue Partner zu akquirieren, den Kontakt zu pflegen, Deals einzutüten. Solche Messen werden ja auch immer begleitet von irgendwelchen Geschäftsessen in der Stadt und lauter solchen Sachen. Also da passiert ja ganz viel im Background, was der Spieler, der Gamer überhaupt nicht Richtig. mitbekommt und auch erstmal gar nicht merkt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wirklich dann auch Schaden schon anrichten wird Richtig. auf längere Zeit. Ja, aber wie gesagt, auch das kann sich verschieben. Dann gibt es eben andere Messen. Dann gibt es halt die Gamescom, wo das dann passiert, vermehrt. Sie werden sich Ja. zurechtrappeln und vor allem, das ist jetzt nicht Videospiel, weltexklusiv, sondern man merkt einfach, dass die Leute jetzt, oh Wunder, wenn es auf einmal irgendwie um diesen Virus geht, der da umgeht, dass die Leute auf einmal bereit sind, ihren Lebenswandel umzustellen. Ich bin keiner, der die Hysterie, die aktuelle teilt. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Aber es ist trotzdem so ein bisschen so zu beobachten lustig, und das ist auch jetzt als Meme jetzt im Umgang, dass die Wissenschaftler jahrelang schreien, ey, wir müssen die nur Natur schützen und weniger fliegen und sowieso, und die Entscheidungsträger dieser Welt sagen, habt ihr mal nicht so, reicht schon noch so lange, bis wir sterben. Jetzt auf einmal, wo quasi diese Panik umgeht, auf einmal klappt es, auf einmal werden Digitalkonferenzen gemacht, auf einmal werden Sachen einfach nicht Auf gemacht, die vielleicht einmal werden notwendig die sind. Flugkapazitäten um 50% gekürzt bei vielen Auf einmal werden Airlines, Flugkapazitäten ja. gekürzt, und das funktioniert auch. Das heißt, auch hier jetzt auch das Netzwerken, auch das Networking der Hersteller wird funktionieren. Es wird halt andere Möglichkeiten geben, sich auszutauschen. Wir merken es ja bei uns im Umfeld hier auch. Also erstmal unsere E3-Tickets sind jetzt quasi auf Hold, mehr oder weniger. Wir sind jetzt gerade dabei. Wir warten nur auf den Moment, wo die E3 offiziell abgesagt wird, dass wir unsere Flüge stornieren. Aber auch sonst jetzt, es gibt zum Beispiel jetzt demnächst ein Digital-Event zu einem noch unangekündigten Switch-Spiel, kann ich jetzt nicht sagen, welches es ist, aber es wird eben jetzt digital abgehalten. Und das ist halt auch, das wäre früher nicht gewesen. Da wären wir dann nach, ich erfinde jetzt Frankfurt. das, Hamburg, Frankfurt, Los Angeles, wo auch immer, wir wären dorthin eingeladen worden, hätten uns das angeschaut, und jetzt wird es eben als Digitalkonferenz gemacht. Und ich glaube auch, bei allem Negativen, was diese aktuelle Panik mit sich bringt, ist es auch ein vielleicht wichtiger Schritt, vielleicht ist es tatsächlich positiv, dass wir einfach merken, okay, es geht auch alles ein bisschen ressourcenschonender. Und ich bin jetzt wirklich kein irgendwie, keiner, der sich in den Wald setzt und schreit, das ist mein Leben. Also ich bin wirklich, ich genieße natürlich auch unsere Konsumgesellschaft, ich genieße das komfortable, den komfortablen Alltag, den man einfach hat in einer Zivilisation, wie wir sie haben. Aber wenn es diesen Push braucht, dass sich das ein bisschen entwickelt, insofern, dass man merkt, man kommt auch anders zurecht, ohne jetzt große Einschnitte zu machen, wenn es einfach nur ein bisschen Veränderung braucht, ohne dass du jetzt dich selbst groß änderst, dann ist das etwas Positives. Und ich finde das auch in der Videospielewelt durchaus positiv. Für was haben wir das Internet, um solche Sachen zu abzuhalten, um große Entfernungen zu überwinden, ohne dass wir selbst dort eine physische Präsenz haben müssen. Und wenn das mal ankommt, dann ist das etwas, was man vielleicht aus der aktuellen Krise positiv mitnehmen kann. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, ich glaube, jetzt driften wir aber schon sehr davon ab, Ja, deswegen aber das es macht vielleicht doch nur nichts. noch nicht mehr zu ausschweifend jetzt. Aber es ist halt sehr menschlich, ne? Ich kenne es aus meinen eigenen privaten, persönlichen Erfahrungen zu 100%. Man muss erstmal auf die Schnauze fliegen, um wirklich Veränderungen anzustoßen. Nicht unbedingt, aber halt meistens, um substanzielle Änderungen anzustoßen. Und das ist hier halt auch ein bisschen so. Vielleicht ja, muss man mal auf die Schnauze fliegen und muss hier mal irgendwie so eine Pandemie oder was ist der Status ist gerade, ich weiß es nicht, mal ein bisschen ins Schwitzen bringen.
damit man eben merkt, ja, man muss eben halt doch nicht für jeden Quatsch überall hinfliegen und man muss doch nicht irgendwie, auch jetzt keine Ahnung, Italien bezogen, wo jetzt ja alle mehr oder weniger unter Halbhausarrest sozusagen gestellt sind und wo das Rumfahren und Rumreisen zum Vergnügen gerade untersagt ist, jetzt erstmal für eine Zeit lang. Ja, auch das ist mal keine Katastrophe. Ja. Man muss nicht jedes Wochenende nach, keine Ahnung, 500 Kilometer weiter für einen Wochenendkurztrip machen oder was auch immer, ist ja auch egal. Muss jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Also das Leben ist deswegen nicht substanziell schlimmer oder so. Und deswegen stimme ich dir da auf jeden Fall auch zu. Ja. Und ja, auch persönlich finde ich es sogar auch begrüßenswert, dass sich das dann in diese Richtung mal entwickelt. Auch, dass tatsächlich das Homeoffice so ein bisschen für die Jobs, wo es halt möglich ist, ein Push erfährt. Das ist ja so was, ein Thema, wo Deutschland auch durchaus immer wieder kritisiert wird von Wirtschaftsverbänden und sonst was, dass Deutschland da immer noch relativ rückständig ist und dass andere Länder da schon viel weiter sind. Das ist was auch, was jetzt zunehmend immer mehr Firmen machen müssen. Sobald halt in der Firma der erste bestätigte Fall auftritt, ist es fast überall so, dass dann die ganze Firma womöglich ins Homeoffice geschickt wird. Auch da merken jetzt halt auf einmal ganz viele Firmen, die da bisher nicht so die Erfahrung mit hatten, das vielleicht nicht so wollten, so hey, es funktioniert und es funktioniert vielleicht sogar sehr gut und es ist jetzt keine Option, das muss ja auch nicht sein, dass alle immer im Homeoffice sind und dass man seinen Firmensitz aufgibt, um Gottes Willen. Aber dass man halt sagt, hey, vielleicht kann man da ein bisschen den Leuten mehr Flexibilität mitgeben und unsere Leistung hier als Firma wird ja nicht geschmälert, im Endeffekt profitiert sie sogar noch davon und es funktioniert sogar super, ganz wunderbar. Also, und ich will bestimmt auch jetzt nicht damit sagen, was ich mit dem jetzt gesagt habe, dass man nicht mehr reisen soll, nicht mehr fliegen und so. Ich zum Beispiel, ich reise auch gerne einfach, weil ich die Welt sehen möchte und sowas, aber es gibt einfach so viele Momente, wie du sagst, dass wir es gesagt haben, gerade im beruflichen Umfeld, wo sich halt so viel vermeiden lässt. Und man kann Zivilisation, man kann die Gesellschaft nicht aufhalten, man kann auch nicht dafür sorgen, dass wir irgendwie emissionsfrei leben, das ist klar. Aber es ist schon wichtig, dass wir an eine Zukunft denken, die nicht irgendwie, also Klimawandel ist einfach ein Fakt, da kommt, geht nichts drum herum. Und wenn du dich einschränkst, du musst dich ja nicht in ein Loch setzen und nichts mehr tun, aber wenn du dich einschränkst und alles zurückfährst, es, ist ja, es geht ja bei den Emissionen nicht darum, dass du nichts mehr ausstößt, also kannst du keine Schadstoffe mehr ausstößt. Und es darf auch gerne mal das Vergnügen quasi dazu führen, dass es dann Ausstöße gibt, aber wenn du es zurückfahren kannst, auf wirklich problemlose Weise, ohne dass sich dein Leben verschlechtert, dann ist das doch etwas, mit dem man, finde ich, sich abfinden kann, oder? Ja, also das sage ich sowieso selber immer. Also keine Ahnung. Jetzt waren wir wirklich gleich genug dazu. Ja, das macht aber auch nichts. Wir können auch mal ein bisschen Exkurs machen. Ja, schon. Ich habe noch keine festen Abfolgen hier. Ne? Das sind Dinge, die ich selber sowieso immer sage. Also ich habe noch nie ein Auto besessen und ich habe ehrlich gesagt es auch nicht vor, weil ich weiß, ich brauche keins. Wenn ich eins brauche, gibt es Carsharing. Gut, um Gottes Willen, wer jetzt hier auf dem Land wohnt, das ist eine ganz andere Situation. Das will ich auch gar nicht versuchen, dagegen zu argumentieren. Aber wenn du in einer Großstadt wohnst, dann brauchst du in der Regel nicht unbedingt ein Auto. Und das ist in meinem Freundeskreis unterschiedlich, aber viele sehen das ähnlich und haben teilweise nicht mal einen Führerschein, obwohl sie 40 sind. Wenn er zuhört, weiß er schon, was er gemeint ist. Und das sind so Dinge, ich sehe jetzt wirklich nicht, wo mein Leben weniger lebenswert ist, nur weil ich kein Auto habe. Ich habe einen Führerschein, den habe ich, klar. Wie gesagt, wenn ich eins brauche, kann ich auch innerhalb von 5 Minuten eins haben. Das ist ja das Schöne am Carsharing. Wenn ich mal wirklich was transportieren muss, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber es ist einfach völliger Quatsch, dass ich ein eigenes Auto habe. Ich wohne direkt neben der Arbeit quasi. Ich habe die Läden direkt alle bei mir, weil ich halt hier in der Stadt wohne. Im Gegenteil, ich habe dadurch so viel mehr Bewegung und frische Luft, dass ich unter anderem auch deswegen natürlich einfach fit bin, dass ich im Gegensatz zu früher, als ich zum Beispiel noch zur Schule gegangen bin und da bin ich auch eher ländlich aufgewachsen, da war auch viel Autofahren angesagt. Seitdem geht es meinem Rücken viel besser und so. Ja, also das ist ja das. Man muss sich mal drauf einlassen, glaube ich, manchmal. Und dann merkt man, ey, das ist nicht ein Nachteil, sondern das kann sogar ein Vorteil sein. Das kann ja vielleicht auch ein bisschen herauswachsen aus dieser ganzen Situation. Richtig. Das nächste Thema auf unserer Liste haben wir jetzt eigentlich schon mehr oder weniger auch angeschnitten. Und zwar, wir haben es auch schon mehrmals erwähnt, E3 wird vermutlich abgesagt. Sie sollte ja eigentlich vom 9. bis zum 11. Juni, wie üblich, in Los Angeles stattfinden. Wie gesagt, wir sind auch vor Ort. Wenn sie stattfindet, wären vor Ort gewesen, würde sie abgesagt werden demnächst. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dass sie abgesagt wird, wurde schon länger gemutmaßt. Es gab schon auch offizielle Aussagen von Entwicklern, von den Veranstaltern, die noch vor kurzem gesagt haben, ja, sie haben vor, das alles zu machen, aber man beobachtet und evaluiert die Situation jeden Tag. Was natürlich mehr oder weniger heißt, ja, wir können es noch nicht sagen, weil es muss noch abgewickelt werden, Verträge und sowas. Also, als das letzte Woche sowas gesagt wurde, war schon relativ klar, da passiert was.
Und jetzt am Dienstagabend hat sich Jason Schreier, nachdem er sich letzte Woche schon mal gemeldet hat und gemeint hat, da kommt was, nochmal gemeldet und hat gesagt, dass er jetzt noch stärker von einer Absage ausgeht und sich nicht vorstellen kann, dass die Messe heuer stattfindet. Und später legte er nach und äußerte, dass die E3 durch den Veranstalter ESA offiziell am Mittwochmorgen gecancelt werden soll. Also Mittwochmorgen deren Zeit. Das heißt, das ist bei uns dann so späterer Nachmittag. Genau. Und jetzt eigentlich jeder kleine und große Hersteller auf Twitter inzwischen schreibt auch, ja stimmt, passiert bald. Es gibt noch keine offizielle Aussage, zumindest nicht während wir hier in der Podcast-Bude sitzen. Es kann sein, dass inzwischen passiert ist, ich habe jetzt länger nicht aufs Handy geschaut. Aber Devolver Digital hat sich jetzt schon gemeldet und auch gesagt, ja es wird wohl abgesagt. Und auch ein paar andere haben es jetzt schon auf Twitter gesagt, weil natürlich die ganzen Aussteller noch vor der offiziellen Aussage da jetzt dann wahrscheinlich höchstwahrscheinlich informiert werden, ist es jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit. Wir lassen es natürlich unter dem Spekulationsmodus trotzdem laufen, weil es kann trotzdem immer sein, dass alles anders kommt, dass sie vielleicht sagen, ja, findet statt, aber 5 Tage später, keine Ahnung. Man wird sehen, ja. Aber bis dieser Podcast erscheint, könnte diese Absage bereits passiert sein. Wir werden es dann bald wissen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja. Noch gab es keine offizielle Ansage, aber wie gesagt, in den USA, wir haben jetzt bei uns tatsächlich gerade 11.44 Uhr, das heißt in Los Angeles ist es jetzt ja 3 oder irgendwie sowas, um die 2 Uhr nachts, dürfte also wahrscheinlich noch ein paar Stunden dauern, bis es soweit ist. Jetzt wolltest du, hattest du vorhin gesagt, noch kurz zu Direct was einschieben, bevor wir zur Community kommen? Dann, es gab vorher ein paar Übersichts, ich habe jetzt das Genaue nicht im Kopf, aber es gibt einfach wieder Gerüchte, das heißt, ich wollte es nur ein bisschen als Thema noch ein bisschen einbringen. Angeblich soll es in der Woche um den 26. März herum jetzt eine Nintendo Direct geben. Und es soll einen zweiten Stream geben, einen zweiten Livestream relativ bald danach mit einem Nindies World, also wieder die Nindies-Spiele. Es lohnt sich jetzt auch nicht groß, jetzt auf die Quelle des Leaks einzugehen und so, weil es einfach nur, wir haben inzwischen so viele vermeintliche Leaks gehabt, und keiner davon hat gestimmt, dass es sich da nicht lohnt, jetzt irgendwie noch jeden einzelnen irgendwie durchzukauen, aber es ist einfach nur, um das Thema aufzubringen, weil es einfach jede Woche wieder spannend ist. Denkst du denn, dass jetzt wirklich noch was kommt? Weil du hast ja das letzte Mal auch wieder die Vermutung geäußert, vielleicht kommt es jetzt zur E3. Wenn es jetzt keine E3 mehr gibt, ne, lohnt es sich dann überhaupt noch, diesen Slot zu nutzen? Wird es dann einfach vorgezogen? Wird es vielleicht sogar nach hinten verschoben? Wird es aufgeteilt in mehrere kleine Nintendo Directs, statt dieser eine große, wo alles rauskommt? Was schätzt du mal? Erstmal denkst du, ist dieser Zeitraum realistisch? Ich behaupte jetzt einfach mal ja, weil es kann immer passieren, jederzeit inzwischen. Wie denkst du, wird Nintendo da jetzt weiter vorgehen, auch mit Blick eben auf die wahrscheinlich abgesagte E3? Ja, also wenn die E3 jetzt dann wirklich doch nicht stattfindet, wovon ich jetzt einfach mal bei meiner Argumentation ausgehe, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass man den Zeitraum der eigentlich stattfindenden E3 nutzt, weil halt dann einfach, also noch, weißt du, wenn es jetzt einmal ausfällt, dann ist es immer noch in den Köpfen der Spieler drin, so Juni, Sommer, da passiert normalerweise was, vielleicht muss es dann nicht unbedingt der E3-Dienstag sein, der es halt sonst immer ist, vielleicht ist es halt irgendwann in der Woche oder die Woche davor oder die Woche danach, das schon, ich könnte mir schon vorstellen, da sicherlich so eine E3 Direct auch jetzt im Normalfall zum jetzigen Zeitpunkt bestimmt schon in Vorbereitung in irgendeiner Form ist. Ganz klar, die müssen ja auch wissen, was da am Ende wirklich reinkommt und so. Könnte ich mir vorstellen, dass man das quasi wie üblich macht. Die Frage ist es dann halt vielmehr, ja, was ist jetzt in nächster Zeit? Denn, ne, das will ich jetzt nicht mehr blattreden. Wir hatten jetzt ewig keine richtige Direct mehr, keine große Direct mehr. Wir hatten dieses Jahr noch gar keine große Direct. Und wir haben vor allen Dingen halt kaum Titel, die irgendwie in irgendeiner Form konkret einen Release-Tag oder zumindest Release-Zeitraum haben oder überhaupt angekündigt sind von Nintendo, ne, um Gottes Willen. Richtig. Nicht umsonst, die Spiele der Woche erscheinen ja auch in schlechten Wochen noch. Keine Ahnung, was waren es die Woche, 26 Spiele. Es kommen ja offensichtlich Games raus, aber von Nintendo selbst halt nicht. Deswegen gehe ich doch stark davon aus, dass irgendwann in nächster Zeit eine kommt. Mittlerweile muss ich sagen, möchte ich mich nicht mehr auf irgendwie diesen Donnerstag oder so überhaupt einlassen zu diskutieren, weil ich es ein bisschen satt habe, muss ich sagen, weil das jetzt seit Wochen und Monaten so geht. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann jetzt in nächster Zeit mal eine gibt. Und möchte noch dazu werfen, dass ich davon ausgehe, dass intern, aber dass es keiner Kommunikation bedarf, eben diese ganzen GDC-Verschiebungen, E3 abgesagt, was Partner sicherlich dann auch schon ein bisschen vorher schon mal so die Vorab-Infos bekommen haben, Produktionsschwierigkeiten, Lieferschwierigkeiten, weil in China die Dinger stillgestanden waren und richtig. So. Ich glaube, dass vielleicht schon eine Direct gekommen wäre, dass sie aber einfach nochmal Dinge umwerfen mussten und dass sich das alles ein bisschen verzögert hat, was sich nicht lohnt, das jetzt groß rauszukommunizieren, weil es im Endeffekt auch egal ist,
Aber dass wir deswegen auch so lange warten müssen, könnte ich mir schon vorstellen. Das wollte ich eben auch noch dich gerade fragen, ob du es denkst. Ja, auf jeden Fall. Weil die eben wahnsinnig viele Unsicherheiten haben, gerade in der Produktion, weil physische Copies sind ja auch immer sehr wichtig, die müssen produziert werden und auch natürlich Entwicklerteams müssen irgendwo arbeiten. Und was sind Entwicklerteams? Das sind oft mehrere hundert Leute. Ja. Entsprechend gibt es dann natürlich auch diese entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen in der aktuellen Situation. Ja, aber für mein persönliches Wohlbefinden brauche ich jetzt eigentlich mal wieder eine Direct. Also ja, ja, auf jeden Fall. Da brauchen wir, glaube ich, nicht endlich mal wieder ein bisschen hier gehypt werden. Ich glaube, da geht es auch jedem, der hier zuhört, so, oder? Ja. Gar keine Frage. Kommen wir zur Community. Ja. Da haben wir auf YouTube von L.A. Noir oder La Noir, da Johannes seinen Werdegang angesprochen hat, welche Tipps würdet ihr Videospielredakteuren Neueinsteigern geben? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall sollst du mal gerne schreiben und gerne spielen, das ist ganz wichtig. Ne? Ansonsten, wie war es bei uns? Wir haben eigentlich beide denselben, also nicht genau denselben Werdegang. Ich habe tatsächlich Journalismus studiert in Wien, habe aber also klassischen Journalismus, Tageszeitung, online und Radio und Fernsehen. Habe dann aber gemerkt, dass eben diese Art von Journalismus nicht das ist, was mich wirklich jetzt glücklich macht. Ich habe dann aber noch im Rahmen dieses Studiums damals ein Pflichtpraktikum gemacht bei dem Verlag, wo ich jetzt bin. Habe dann mein Studium aufgegeben, habe was anderes studiert, das ist jetzt unwichtig, was ist, habe das fertig studiert, habe nebenbei gearbeitet und habe einfach mich da auch schon fest eingebracht in den Verlag. Also ich habe einfach gute Arbeit geliefert, war zuverlässig und als dann irgendwann mal nach meinem Studium auch ein Platz frei wurde, habe ich mich einfach beworben und habe es bekommen dann. Das heißt, du musst einfach den Kontakt suchen, einfach zu den Medien, zu den Firmen, wo du arbeiten möchtest und musst entsprechend dann einfach bereit sein, dich dort gut einzubringen. Du wirst bei den wenigsten Firmen hier in Deutschland sofort eine Festanstellung kriegen, außer wenn du, nicht mal wenn du brillant bist, weil es halt immer auch eine Sache ist von Abwägung, einfach weil du hast halt deine Leute und wirst nicht damit rauswerfen, weil der vielleicht super gut ist. Du musst halt immer, du musst laut sein, du musst anwesend sein und du musst bereit sind, nochmal ein bisschen zu reagieren entsprechend, wenn du jetzt irgendwie eine Stelle hast oder Stelle haben möchtest und das fordert einen Umzug, dann musst du halt damit umgehen. Du kannst nicht warten, dass jetzt irgendwie in Klein-Hocksdorf oder wo auch immer dann da zufällig jemand auf dich wartet und sagt, ja, nee, ist voll cool, du darfst auf jeden Fall vom Homeoffice aus arbeiten, weil das gibt es halt auch relativ selten. Sind wir wieder beim Thema, ne? Was Lukas einerseits sagt, auf jeden Fall ganz klar, da brauchen wir nicht drüber reden, solltest du natürlich der deutschen Sprache nicht nur mächtig sein, sondern wirklich auch, aber ich glaube, wie ich das im Kopf habe, sind deine Kommentare auch immer welche, die sehr gut geschrieben sind, wo man jetzt nicht groß was korrigieren muss, also bringst du das offensichtlich mit. Also ja, das muss natürlich sitzen, gar keine Frage, das geht sonst nicht und so, und zwar nicht nur in Schrift, sondern auch im Wort einfach heutzutage, das möchte ich nämlich als zweites gleich einwerfen, neben natürlich grundsätzlich den Basic-Fähigkeiten und natürlich auch der Begeisterung. Und ja, ist nicht unbedingt Leidenschaft, aber natürlich sollten Spiele schon wichtig sein und natürlich solltest du kein Problem damit haben und solltest auch Spiele einordnen können und all diese Dinge und halt auch Ahnung haben, also das Fachwissen, sagen wir mal, finde ich persönlich heutzutage einfach wichtig und ich glaube, da würden mir die meisten zustimmen. Wenn du da auch ein bisschen längerfristig Fuß fassen willst, solltest du natürlich nicht nur schreiben können, du solltest dich in irgendeiner Form auch ausdrücken können. Ja, richtig. Es gibt sowas wie Podcasts, was wir hier offensichtlich auch machen. Du solltest auch von der Kamera jetzt... Was beweist, dass man sich doch nicht ausdrücken muss. Du solltest von der Kamera jetzt auch nicht in Schweiß ausbrechen. Ich meine, natürlich fängt man erstmal an und man muss jetzt keine Kameraerfahrung oder so mitbringen, aber wenn du halt mit der Zeit lernst, auch mal vor die Kamera dich zu setzen, sei das live, sei das für eine Aufnahme, sei das für sonst irgendwas in der Richtung. Also vielleicht sollte man allgemein sagen, dran denken, dass es heutzutage nicht nur ein Medienformat gibt, was man als Videospielejournalist oder Redakteur bedient, sondern dass man natürlich auch da multimedial im besten Fall unterwegs sein sollte, wenn man denn erfolgreich und Zukunft haben will. Und viele Dinge, das ist vielleicht auch ein Tipp nochmal an sich, ergeben sich, zumindest war das bei mir selber auch so. Also ich war vorher nie gepodcastet selber. Ich habe vorher nicht mehr selbst welche gehört. Ich habe vorher auch nicht mit Video oder so jetzt große Erfahrung gehabt, so ein bisschen hobbymäßig und so. Das sind aber Dinge, wenn man da einen offenen Blick für hat und sich auf was einlässt und irgendwie Freude grundsätzlich an diesen Dingen hat, dann wächst man da schnell rein und kann seine Erfahrungen on the job lernen. Und ich glaube, das ist auch was, was einfach ganz wichtig ist. Das ist ein Job, wo man die Basic-Fähigkeiten und das Fachwissen halbwegs mitbringt und dann ganz, ganz viel im Job eigentlich erst lernt. Aber wie gesagt, du brauchst eben diese Renitenz auch, dass du einfach sagst, hier bin ich, ich bin wichtig, achtet auf mich. Ja. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit als freier Redakteur, aber das ist natürlich hart. Also erstmal bist du dann halt selbstständig, das heißt, du musst dich selbst um Krankenkassen und sowas kümmern. Ja. Du musst aber vor allem auch eben hier auch mal erstmal das Netzwerk finden. Das heißt, als freier Redakteur, wenn du sagst, du arbeitest jetzt für uns und auch für die Konkurrenz und für alle und so, du musst halt wirklich auch hier, du musst ständig nerven, du musst sagen, hier bin ich gut,
und ich bin bereit, quasi meine Arbeit zu tun. Das ist ein harter Job, aber es funktioniert. Und natürlich kannst du theoretisch auch dich einfach ganz selbstständig machen und quasi auf den Influencer-Weg gehen. Influencer in dem Sinne, dass du einfach unabhängig funktionierst jetzt von irgendeinem, von einer Organisation oder so. Das heißt, vielleicht machst du irgendwann mal den großen Podcast, der irgendwie voll durchstartet hier. Vielleicht hast du deinen YouTube-Kanal, der irgendwie funktioniert. Ich meine, es gibt Menschen, die wirklich vielleicht nicht unabhängig gestartet sind, aber irgendwann einfach als unabhängige Videospieljournalisten dann auch echt groß geworden sind. Man denkt jetzt mal an Jim Sterling zum Beispiel. Ja, also es gibt jetzt eben nicht diesen einen Weg, aber was eben wichtig ist, dass du hart dabei bleibst, weil es ist wirklich jetzt gerade der deutsche Markt, also im klassischen Videojournalismus, der eben sich auch weiterentwickelt hat, was Johannes gesagt hat, dass du nicht mehr reine Textjournalismus machst, weil den gibt es einfach nicht mehr. Der klassische Videospieljournalismusmarkt in Deutschland ist auf jeden Fall nicht groß und wenn du da rein willst, dann musst du auf jeden Fall hart dran arbeiten, weil sonst, wenn du sagst, ja, würde ich gern, aber schauen wir mal, dann wirst du wahrscheinlich keinen Platz finden darin. Er hat noch zwei weitere Fragen dazu. Vielleicht wissen wir ja, welche Firmen auch reine Online-Redakteure einstellen oder noch Social-Media-Verstärkung suchen. Das ist jetzt schon sehr speziell. Aber Lukas hat es im Grunde schon gesagt, ohne jetzt, also ich kann jetzt gerade nichts Konkretes nennen. Das gibt es natürlich auch. Ist dann aber halt, du bewegst dich mit diesem Berufsbild an sich schon in einem sehr kleinen, speziellen Bereich, was Lukas gerade sagte. Und wenn du dann das nochmal so einschränkst, dann bist du natürlich in einer noch kleineren Welt gefangen. Deswegen, es ist nicht unmöglich, um Gottes Willen. Aber natürlich noch mal deutlich schwieriger, quasi in so eine Position irgendwie reinzukommen. Ne? Und als letztes sagt er dann noch, wird heutzutage immer noch ein Studium vorausgesetzt oder kann man Bewerbungen auch mit Erfahrung und Arbeitsproben überzeugen? Studium wird nicht Ja, auf jeden vorausgesetzt. Also Fall. wir haben einige bei uns im Büro, die kein fertiges Studium haben, sowohl Johannes als auch ich haben zwar eins, aber das ist keine Voraussetzung. Und vor allem ist es auch eigentlich relativ wurscht, was du studiert hast. Also wir haben Soziologen bei uns, wir haben Geschichtsstudenten bei uns, wir haben Germanisten wie mich, Germanistik und Philosophie, um es mal ausgesprochen zu haben, verurteilt mich nicht bei uns. Wir haben eben Leute, die überhaupt nicht studiert haben, wir haben Leute, die ihr Studium abgebrochen haben bei uns, wir haben ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn du gut bist, und es geht eben, wie gesagt, und das ist ja eigentlich das, was es auch verbindet mit dem klassischen Journalismus. Zum Beispiel ein von mir sehr geschätzter Journalist aus Österreich, der Armin Wolf, der hat einfach damals ein Praktikum gemacht beim ORF, also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, und hat halt dort so überzeugt, dass er übernommen wurde. Und der hat vorher auch nicht viel machen können, weil er noch sehr jung war. Das heißt, du musst wirklich also einfach gut sein, du musst motiviert sein, du musst renitent sein und dann kann das auch alles funktionieren. Genau, auf YouTube fragt der Great Brot, wie wahrscheinlich ist es, dass wir in den nächsten Jahren ein Donkey Kong Country im Style von Tropical Freeze bekommen werden? Ich glaube, wir hatten eine recht ähnliche Frage erst vor kurzem, gell? Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo was schon in Vorplanung oder in Entwicklung ist in der Hinsicht, also ein Donkey Kong Country jetzt mal im Allgemeinen. Ob das dann eine ähnliche Welt wie Tropical Freeze ist, das sei halt mal dahingestellt. Ich würde es nicht ausschließen, weil Tropical Freeze ja ganz gut sich verkauft hat, sowohl auf Wii U als auch auf Switch. Ich persönlich weiß es auch sehr zu schätzen. Ich mag auch das Setting. Deswegen so eine Art Tropical Freeze 2. Ja, ich sehe da jetzt nicht. Ich will dir jetzt hier nicht irgendwie sagen, kommt auf jeden Fall, weil das sehe ich nicht. Aber ich würde es auf gar keinen Fall ausschließen. Ich glaube aber nicht, dass Retro Studios das entwickeln wird. Ich Nee. glaube, dass was auch immer es ist, Projekt, an dem sie jetzt gefühlt seit, nicht mal gefühlt, sondern an dem sie offenbar seit 5, 6 Jahren arbeiten, ist irgendwas anderes. Also ich glaube nicht, dass sie da jetzt nochmal Donkey Kong Country machen. Wenn, dann wird es, schätze ich mal, von Nintendo selbst oder von einem anderen Studio kommen. Auf Videogame Zone fragt der Zockerfreak: Drehen wir die Frage vom letzten Podcast einfach mal um. Welches Pokémon würden wir auf gar keinen Fall als Haustier halten wollten? Das ist schwer, ich kenne halt zu wenige. Wahrscheinlich 700 davon, weil sie doof sind. Also eigentlich ja mal grundsätzlich alle Pokémon, die in Flammen stehen. Das hört sich jetzt für mich nicht so geil an, wenn sich das Glumanda zum Beispiel aufs Bett schillt und auf einmal brennt halt das Bett, ne? Wenn wir jetzt mal bei Realismus bleiben. Das heißt, das alles, dann grundsätzlich stelle ich mir alle Pokémon schwer, die im Wasser leben. Weil ich habe nicht mal eine Badewanne, ich habe nur eine Dusche. Also wo sollte das genau eigentlich bei mir in der Wohnung im Wasser sich aufhalten können? Das geht nicht wirklich. Was könnte man noch ausschließen? Naja, alles, was halt zu groß für eine Wohnung ist. Also wie ich schon letzte Woche gesagt habe, ein Rayquaza wäre zwar mega cool, aber ich könnte es nicht in der Wohnung halten. Das wäre also nur bedingt ein Haustier. Das ist halt die Frage, will man das jetzt irgendwie sinnvoll beantworten oder nicht? Nein, ich mache es jetzt sinnvoll. Ich mache es wieder auf der realistischen Schiene mit den wenigen Pokémon, die ich kenne. Es gab so ein Wespen-Pokémon. Bibor?
Mag sein. Das will ich einfach nicht, weil ich mag Wespen nicht. Darum will ich das nicht haben. Aber das könnte von der Größe funktionieren im Haus und darum sage ich deswegen, Sagen wir das mal nehme so, ich ich jetzt möchte nicht. jetzt nicht unbedingt einen Unra Tytox oder einen Deponitas, es hieß glaube ich Deponitas haben, das ist dieses Müll-Pokémon und seine Entwicklung, denn Ah. das stelle ich mir ziemlich eklig vor, Ja. so Ich hätte großmäßig. gerne einen Blumentopf mit Diktas drin. Was zum Beispiel dann wieder schön wäre, wäre ein Knapfel, das ist ein Drache, ein kleiner Drache in einem Apfel. Das ist sweet und klein und der stinkt bestimmt auch nicht, der riecht im Ja, schlimmsten Fall nach Apfel. passt nicht auf, entwickelt sich das und ist auf einmal auch 10 Meter groß. Ich weiß, aber das muss man dann halt Ja. verhindern. Er fragt weiterhin, der gute Zockerfreak, und zwar speziell an Lukas, welches Resident Evil ist dein Liebstes und welches kannst du gar nicht ab? Ich habe tatsächlich die zwei neuen, also die noch eines erschienen, das andere noch nicht erschienen. Ich habe Resident Evil 2, das Remake, noch nicht gespielt. Das kann ich also noch nicht einfließen lassen und Resident Evil 3 logischerweise noch nicht. Sonst habe ich alle gespielt. Also, welche ich am wenigsten mag, ist Resident Evil 6, aber da bin ich, glaube ich, nicht alleine. Weil es einfach das Schwächste ist. Es ist diese lineare, blockige Struktur der Level, gerade in dieser Krauser. Nicht Krauser, in dieser Mulder oder Wesker, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der Sohn von Wesker, in dieser Kampagne. Das ist einfach echt schwer, schwach. Obwohl es eigentlich mit viel Mühe gemacht ist, insofern als einfach echt viel drin steckt, echt viel Content, aber es ist einfach so, so belanglos. Und am liebsten mag ich, da bin ich wahrscheinlich auch nicht sehr kreativ, aber schon Resident Evil 4. Also ich liebe auch die alten Resident Evils, aber Resident Evil 4 ist einfach noch immer das, was in Sachen Atmosphäre und Action auch tatsächlich. Ich finde auch, ich mochte Resident Evil 5, obwohl es natürlich schon wegging vom Horror, aber es macht einfach, es gelingt diese Mischung einfach am allerbesten zwischen doch mehr Action oder mehr klassische Action als früher und trotzdem noch diese sehr bedrohliche und ja fast schon ein bisschen panikinduzierende Atmosphäre. Das macht Resident Evil 4 sehr gut, hat auch einfach einige von den coolsten Locations und coole Bösewichte, der nicht, ich sage immer Salazar, aber der kleine Junge, der ausschaut wie ein alter Mann, der heißt nicht Salazar. Salazar ist der Oberbösewicht, aber dieser kleine alte junge Mann, den mag ich unglaublich gerne als Bösewicht. Ja, Resident Evil 5 mochte ich dafür sehr gerne im Koop-Modus, das habe ich tatsächlich auch fast nur im Koop gespielt. Aber Resident Evil 4, wenn es jetzt wirklich alles zusammenkommt, genommen ist, geht für mich über Resident Evil 4 nach wie vor nichts drüber eigentlich. Schaffen es die Remakes von Resident Evil 2 und 3 auch auf die Switch? 2 gibt es als Stream in Japan für die Switch. Ansonsten, ich gehe nicht davon aus, wir haben da schon öfters drüber geredet, Capcom unterstützt die Switch schon, aber nicht so, wie man es jetzt gerade zu GameCube-Zeiten kannte, wo sie ja wirklich einer der Top-Hersteller waren. Sie sind nicht gewillt, ihre neuen Spiele, die sie umsetzen ließen, durchaus auf die Switch zu bringen, weil klar, in Resident Evil 2 müsstest du technisch gerade nicht runterschrauben. Oder auch in Resident Evil 7 natürlich, was es ja auch schon nicht gibt. Ja, übrigens, wo du Resident Evil 7 kannst du streamen, nicht auf der Switch, nicht Resident 7 Evil war es, 2, gell? Ja, stimmt, Entschuldigung. jetzt wo du sagst. Also das könntest du schon machen, weil das sind ja relativ kleine Spiele mit kleinen Gebieten. Das wäre problemlos möglich in einer technisch schwächeren Version. Aber sie haben sich halt entschieden, das nicht zu tun. Sie bringen halt alle viele alte Spiele. Es gibt jetzt DMC Devil May Cry 3, dann das Erwachen für die Switch in einer Remaster-Version. Darum, Capcom fährt da anscheinend die Strategie, dass sie Switch unterstützen, aber nicht mit Umsetzungen aktueller Spiele. Was ein bisschen schade ist, aber es ist halt, wie es ist. Darum rechne ich auch nicht damit, dass Resident Evil 2 und 3 für die Switch kommen noch. Die letzte Frage vom Zockerfreak: Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance. Die Liste an veröffentlichten Gameboys ist lang. Doch welcher Gameboy ist unser Liebling und hat uns am meisten an den Bildschirm gefesselt? Das ist für mich ganz leicht. Game Boy Advance SP. Also das ist der kleine, den man klappen kann, der viereckige. Es ist einfach der ultimative Gameboy, aber auf dem kannst du noch alle alten Gameboy-Spiele spielen. Da gab es noch nicht die Einschränkungen, die jetzt zum Beispiel der Mikro. Microdon hatte und auch der DS, der jetzt zwar noch Game Boy Advance-Spiele geschluckt hat, aber nicht mehr Game Boy Color und nicht mehr Game Boy Normal. Das heißt, was den Gameboy angeht, geht über den SP, der ist auch der erste gewesen, der dann eine Hintergrundbeleuchtung hatte. Er hat auch ultralange Akku war es Akku. damals schon tatsächlich, ultralange Akku, das heißt, du konntest auch 20, 30 Stunden spielen, wenn ich richtig im Kopf habe. Der war halt wirklich auch portabel, weil das Ding ist winzig, das kriegst du in jede Hosentasche. Für mich ist der Game Boy Advance und da eben die SP-Version absolut der mit Abstand beste Game Boy, der jemals Ja, gefertigt wurde. gilt für mich genauso aus absolut offensichtlichen Gründen, die Lukas eigentlich auch alle schon genannt hat. Es ist der ultimative Gameboy, es ist der einzige Gameboy, der vereint, dass ich alle Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance Spiele spielen kann, dass ich ein Gerät mit einem beleuchteten Bildschirm und einem Akku und
einer guten Portabilität, also einen technisch sehr, sehr guten Gameboy habe. Und auch mal als drittes, aber das ist subjektiv, wobei das glaube ich viele teilen, das Ding ist halt auch einfach, das sieht halt einfach auch gut aus. Also ich weiß noch, als ich damals den Gameboy Advance mit zum Release geholt habe, dann kam der SP, ich glaube ungefähr 2 Jahre später. Und da war ich, keine Ahnung, 11, 12 oder so, halt noch jünger. Und ich habe damals mir echt alle vorhandenen Beine ausgerissen, um das Geld zusammenzubekommen für den Game Boy Advance SP und vor allen Dingen auch die Erlaubnis, obwohl ich ja den Game Boy Advance gerade erst mehr oder weniger gekauft hatte und so, weil ich den unbedingt haben wollte. Und ich weiß einfach auch, wie cool ich das Design damals fand, als der dann vorgestellt wurde. Und dann war das so, das ist ja wie ein Laptop so ein bisschen, man kann den zusammenklappen und der hat einen Akku und dann ist der so silber und irgendwie hat der auch so ein modernes Design und so. Also auch das ist einfach, es ist einfach ein attraktives Gerät. Attraktives technisches Gerät. Welche Einschränkungen er natürlich hat, was mich damals aber nie gestört hat, weil ich das irgendwie nie genutzt habe anscheinend, er hat halt keinen Audioanschluss, da brauchst du tatsächlich einen Adapter, aber ich habe damals anscheinend immer entweder ohne Ton oder mit aufgedrehtem normalen Ton gespielt, also einfach aus dem Gerät heraus direkt. Ich habe den tatsächlich mir geholt damals, den konnte bei Nintendo Deutschland direkt ordern, über den Kundenservice für, ich glaube, damals 8 Euro oder so. Und mein Bruder und ich haben da einfach mal 2 bestellt, weil wir tatsächlich schon gelegentlich mit Kopfhörer gezockt haben. Gerade lief dann über einen Stromanschluss oder so. Genau, da hast du so einen Adapter gehabt. Im Grunde war das, was ein iPhone oder Android-Phones viele mittlerweile halt auch machen. Nur kannst du halt kein Bluetooth benutzen. Nur, dass der Adapter halt 80 heutzutage kostet, wobei er liegt meistens bei. Und aber du kannst kein Bluetooth benutzen stattdessen. Ja, genau. Nee, aber ansonsten, abgesehen von dieser kleinen Einschränkung, ist der SP mit Abstand der beste Gameboy aller Zeiten. Absolut. Die Wiebke, das ist jetzt weniger eine Frage, aber nur noch ein kurzes Statement. Immer noch keine Direct angekündigt, so langsam schließt es sich nämlich meiner Meinung an. Deswegen, als der das Skript schreibt, habe ich es deswegen natürlich auch mit reingenommen. Ja. Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich es mit reingenommen habe. Vielleicht kommt bis zur E3 nichts mehr, das wäre wirklich schade. Das Thema hatten wir jetzt dann auch schon gehabt. Ich glaube, ich hatte den Kommentar auch schon aufgeschrieben, bevor ich den Rest vom Skript gemacht hatte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir das ja schon eingeordnet. Auf YouTube schreibt der Dennis: Denken wir, es wird von Octopath Traveler je einen Nachfolger geben? Ja, den gibt es sogar schon. Oder ich weiß nicht, ob es ihn schon gibt, aber er ist zumindest in aktiver Entwicklung in Japan und nur für Tablets. Beziehungsweise ist kein Nachfolger, sondern ein Prequel. Aber es gibt tatsächlich ein Octopath Traveler, ein zweites Spiel. Und mach dich mal schlau, ich habe gerade jetzt nicht im Kopf, wie gesagt, ob es schon erschienen ist oder ob es jetzt noch kommt. Ist aber tatsächlich ein Octopath Traveler, ein zweites Spiel. Ein klassischer Nachfolger. Ja, rechne ich auch damit. Wenn sie mal mit fertig sind, die Entwickler, die machen ja zurzeit das neue Bravely Default für die Switch. Gehe ich fest davon aus, dass auch ein neues Octopath Traveler kommt. Einfach deswegen, weil sich das unglaublich gut verkauft hat. Es gibt inzwischen auch eine Version für die, nicht PS4, für den PC. Ja, und wie gesagt, also es war eine absolute Überraschung. Sie hat Square Enix Erwartungen sowohl qualitativ als auch hinsichtlich der Verkaufszahlen deutlich übertroffen. Da gehe ich eigentlich fest davon aus, dass was kommt dann, ja. Haben wir die Demo zu Final Fantasy VII gespielt? Wenn ja, was sagen wir? Ich habe sie gespielt, ich habe sie sogar im Stream gespielt von unserem Twitch-Kanal. Der da heißt Electric Boogaloo. Wenn du es nachschauen möchtest, guck es dir an. Ich habe das zusammen mit unserer lieben Kollegin Suse von der BAFT gemacht. Ja, ich fand es ganz gut, hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich fand das Kampfsystem wesentlich besser als bei Final Fantasy XV, aber es ist natürlich ein Action-Kampfsystem. Was mich sehr gestört hat, ist, du lernst, das war auch so komplett bescheuert von Square Enix-Seite aus. Es gibt, du spielst jetzt am Anfang gespielt, eine Demo, knappe Stunde braucht's, und du triffst dann auf Barrett, also der Barrett kommt in ein Team dazu und dann kriegst du halt den Fernkampf beigebracht. Barrett hat halt dieses Maschinengewehr im Arm da. Und du bist in diesem kleinen Raum, musst auf so Roboterdrohnen schießen, ja. Und das ist das erste Mal, dass du Fernkampf nutzt. Und egal, was du machst in diesem Raum, auf jeden Fall kommt zwischen dich und dein Sichtfeld, also dein Sichtfeld wird auf jeden Fall von Gegenständen blockiert. Der Raum ist so gebaut, dass du nicht die Kamera so platzieren kannst, dass du was siehst. Und wo ich mir denke, wie kannst du das so doof designen, dass der erste Eindruck vom Fernkampf ist, oh, die Kamera macht alles kaputt. Danach habe ich das Problem weniger, weil danach kämpfst du dann in großen Bereichen. Aber der erste Eindruck sollte doch nicht sein, die Kamera ist Mist, weil das ist eben auch das Problem. Die Kamera ist auch nicht allzu toll. Du musst sehr oft manuell nachjustieren, du verlierst auf die Übersicht. Es ist jetzt nicht irgendwie katastrophal, es ist viel besser als bei Final Fantasy XV, aber es ist schon noch immer so ein bisschen so ein Hektikfest. Also ich finde es schön, es macht Spaß. Es ist mir ein bisschen zu sehr modernes Final Fantasy schlonzig, was sie halt spätestens seit Final Fantasy XIII gerne machen. Aber ich glaube nicht, dass es den Status erlangen wird nach dieser Demo, den jetzt das Original Final Fantasy VII hatte.
Weil auch irgendwie, das ist jetzt sehr, sehr, sehr subjektiv, aber weil es auch einfach nicht dasselbe Herz, denselben Charme ausstrahlt wie das Original. Ich glaube nicht, dass diesen Status erreichen wird, aber ich glaube, es wird ein gutes Action-Rollenspiel, das sich schon seiner Wurzeln bewusst ist und natürlich auch sehr mit Easter Eggs und Anspielungen und solchen Sachen arbeitet. Also hat mich nicht umgehauen, hat mir aber schon Spaß gemacht, ja. Er hat noch eine letzte Frage, der Dennis, und er sagt: Meinen wir, es gibt eine Chance beim Remake von Xenoblade Chronicles, dass es eine deutsche Synchro geben wird? Ich gehe nicht davon aus. Nintendo macht das schon, siehe Breath of the Wild, aber Xenoblade hat so viel mehr Sprachausgabe als Zelda, dass ich eher nicht davon ausgehe, dass sie das Geld investieren da. Aber ich lasse mich gerne positiv vom Gegenteil überzeugen. Und wir kommen zu guter Letzt zum guten Ant, der sich wieder per E-Mail gemeldet hat. Er sagt: Zu seiner Überraschung lassen sich in vielen deutschen Elektronik-Fachmärkten plötzlich neue Exemplare von Pokémon DS-Spielen zum Vollpreis von 59,99 finden. Wo kommen die denn her? Kurios ist neben dem auftauchenden im Preis auch, dass sie augenscheinlich keine Nintendo, in Anführungszeichen, Verschweißung aufweisen. Verlegt werden sie offenbar von Arcatronic, also unter dem Label der Softwarepyramide. Sind das Multi-5-Module, die im europäischen Ausland nicht verkauft wurden und systematisch aufgekauft mit einem deutschen USK-Cover neu verpackt wurden? Haben wir eine andere Erklärung oder kennen wir uns damit genauer aus? Es ist ja zumindest davon auszugehen, dass es tatsächlich neue Spiele sind. So wie ich dich kenne, hast du dazu recherchiert. Nee, habe ich tatsächlich nicht, weil das relativ spät kam und ich hatte andere Dinge zu tun, deswegen habe ich das leider nicht getan. Das können wir entweder noch für nächste Woche nachliefern oder wir können schon mal mutmaßen. Tatsächlich war ich erstmal sehr überrascht, denn ich bin gelegentlich mal bei einem Saturn oder so drin, da hatte ich das noch gar nicht gesehen. Also A, muss ich unbedingt mal drauf achten und mir das mal selber in, wie man so schön sagt, Real Life anschauen, ob der bei den Saturns hier in Nürnberg führt und so weiter, ob die da jetzt irgendwie auch ausliegen. Denn ja, ist natürlich schon sehr kurios, wenn die uralten DS-Pokémon-Spiele da jetzt irgendwie zum Vollpreis dann auch noch auftauchen. Du hast wahrscheinlich jetzt auch kein großes Background-Wissen Nee, dazu, gar ne? nicht. Ich würde sagen, Ant, du meldest dich ja regelmäßig, melde dich einfach gerne nächste Woche auch mit irgendwas Neuem und erinnere uns nochmal kurz daran. Ich werde gucken, dass ich einfach die nächsten Tage mal ein bisschen nachrecherchiere, beziehungsweise auch mal nachhake, ob ich hier im Büro was rausfinden kann, ob wir da vielleicht irgendwelche. Du kannst ja auch mal bei unseren Kontakten bei Nintendo Genau, nachfragen. das meine ich nämlich. Also allgemein, dass ich mal nicht nur jetzt selber nachrecherchiere online, sondern eben auch bei Kontakten nachfrage, ob da irgendjemand weiß, was da genau los ist. Deswegen vertagen wir, würde ich sagen, jetzt an der Stelle 60 Euro. die Frage. Ja, krass, ne? Also vor allen Dingen irgendwelche alten DS, während du halt auch einen Switch, Schwert und Schild-Pokémon oder Let's Go-Pokémon für wahrscheinlich weniger dir holen kannst, für Vielleicht, 40, lieber Ant, hast 50. du jetzt hier eine große Betrugsmasche Ja, aufgedeckt. wer weiß. Und dann sind wir natürlich hier als Nintendo Podcast gleich exklusiv an vorderster Front investigativer Journalismus mit dabei und decken den ganzen Kram auf. Ja. Deswegen, ja, erinnere uns bitte, bitte einfach nochmal dran. Und wir werden versuchen, da in der Zwischenzeit was rauszufinden. Und damit sind wir auch schon beim Ende dieser heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr hattet wie immer Spaß beim Zuhören. Euch hat das interessiert, was wir euch hier vorzutragen und mitzuteilen hatten. Schreibt uns gerne in die Kommentare zu all den Themen und auch zu allen anderen, die ihr möchtet, wo wir euch dazu aufgefordert haben. Das interessiert uns wie immer brennt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann nehmen wir die gerne auch mit in den nächsten Podcast. Wer hier neu mit dabei ist, ihr findet der Nintendo Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Sei es bei Spotify, Apple, YouTube, Pocket Casts, whatever. Wo es Podcasts gibt, da gibt es im Normalfall auch uns. Ihr könnt uns dort sehr, sehr gerne abonnieren. Ihr könnt gerne unsere Facebook-Seite liken. Ihr könnt auf Twitch Electric Boogaloo uns regelmäßig sehen, primär montags. Da spielen wir auch öfter Super Mario Maker oder irgendwelche anderen Nintendo-Spiele. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Wie immer am Mittwoch um 15 Uhr mit dann der Folge Nummer 82 von der Nintendo Podcast. Bis dahin, macht's gut und ja, eine schöne Zeit. Tschüss. Watch out!